Schön, dass ihr alle hier seid. Ist es okay, wenn ich du sagen darf zu euch? Ist es vollkommen okay für alle? Ganz sicher, sonst könnt ihr auch sagen, nein, bitte sie, kein Thema. Also hier ist alles, was man machen darf. Und ich spreche auch Hochdeutsch, das habe ich sowieso von Anfang her schon mir gesagt. Das ist vor allem wegen der Aufnahme, also wird aufgenommen, damit wir das auch weiterhin verteilen können. Und danke, Tom, dass du hier bist. Das war auch ganz spontan noch. Genau. Ja, ich glaube, ich möchte gar nicht viel mehr über mich erzählen. Also Daniel hat da schon sehr viel gesagt. Vielleicht noch ganz kurz. Das, was ich für die Kinder die letzten 5 Jahre gemacht habe, das habe ich alles ehrenamtlich gemacht, neben meinem Job. Der Grund war, weil ich halt auch selbst Sachen in der Schule erlebt habe. Ich hatte eine gute Schulzeit, also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, aber ich habe mich irgendwie durchgemogelt. Irgendwie, also irgendwie hat es geklappt, aber wenn ich dann so nachsinniert habe, habe ich gemerkt, ja, dass halt doch einiges gar nicht so toll war und ich viel zu wenig Zeit für wirklich das hatte, was ich eigentlich am liebsten tat. Und darum bin ich dann auch eigentlich in das Thema so reingeschoben und gerutscht worden, habe mich für das eingesetzt. Mache ich auch jetzt noch, aber hauptsächlich spezifisch, also nicht mehr so, vorher war es fast 100%. Ja. Also ich habe meinen Job etwas auf die Seite geschoben, habe mich wirklich für das eingesetzt, genau. Dann bin ich in der Medizintechnik tätig, also ich und mein Partner da hinten, danke, dass du auch hier bist, sind seit über 20 Jahren selbstständig in der Medizintechnik. Also auch da habe ich ganz vieles schon erlebt und gesehen und wie man es anders auch machen könnte. Und es ist auch das Schöne, denn wenn man da noch den Fuß drin hat, weil die Ärzte haben alle Vertrauen zu uns und ich kann da jetzt auch andere Sachen einbringen. Und das ist ja das Schöne, man kann ja immer etwas aus dem Negativen auch etwas Positives rausnehmen und das weiterbringen. Denn am liebsten, ja, stehe ich wirklich vor Menschen und spreche zu verschiedenen Themen, die aktuell sind, aber vor allem zu den Themen, die ich finde, ja, da kann man am meisten für alle bewirken oder sie aus einem Loch rausholen oder aus dem Chaos rausholen oder da drin, wo sie gerade stecken, ihnen einen Impuls zu geben. Also rausholen kann ich eigentlich niemand, das könnt ihr alle nur selbst. Also ganz wichtig. Und alles das, was ich hier erzähle, ist das, was ich finde, ist wirklich die Wahrheit. Und ich war auch jahrelang auf der Wahrheitssuche. Jetzt nicht mehr. Ich habe sie gefunden und ich lese in der Wahrheit. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich möchte euch erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und das ist nicht einfach, das zu erzählen, denn ich erzähle etwas über meine tiefe Geschichte. Ich war wirklich letztes Jahr, das ist noch nicht lange her, im September. Man kann sich das wie bildlich vorstellen, wirklich ein tiefes Loch. Und zwar mental, aber auch körperlich. Also ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte nur noch Schmerzen. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und ich habe schon so viel ausprobiert. Unglaublich. Also ich war bei Heilern. Ich war als erstes zuerst bei Ärzten. Wir haben nicht rausgefunden, was ich hatte. Dann ging ich den anderen Weg, ging zu Heilen, ging zu Massage, ging irgendwie zu welche Traumas, Auflösungen. Und alles hat mich irgendwie so teils weitergebracht, dachte ich, und teils war es sogar ein Schritt wieder zurück oder 3 Schritte zurück. Und im letzten Jahr, im September, und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich auf dem Weg da, jetzt mache ich etwas ganz Tolles für die Kinder und kann jetzt die Familien und Eltern unterstützen, wie man das anders lösen könnte, vor allem die, die dafür offen gewesen waren, und habe wieder ganz viel gemacht und gearbeitet und meine Zeit eingesetzt. Und letztes Jahr im September, ich war allein zu Hause, er war weg, also im Urlaub, das gibt es bei uns zwischendurch, dass wir nicht gemeinsam Urlaub machen, weil wir immer zusammen sind, dann braucht es mal so etwas die Distanz. Aber es war auch, weil er nach Amerika geflogen ist zu seinem Bruder. Ich wäre auch gerne mitgegangen, aber ich konnte eben nicht fliegen, weil ich eben körperliche Probleme hatte.
Und ich habe ihm gesagt, mach du das, also ich will dich daran nicht hindern, das wäre ja schade. Und habe eigentlich auch das als Freude gesagt. Aber kaum war er weg, ging es mir richtig schlecht. Und das war das Mentale, was mich zuerst runterzog. Und dann kamen noch die Schmerzen. Und dann bin ich wirklich, habe mich auf den Boden gesetzt, zu Hause. Das mache ich sonst nie, also schon, aber zum Relaxen. Und habe meine Hände so nach oben gehalten und habe nur noch gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, nimm mich, mach mit mir was, ich weiß nicht, zu wem das ich gesprochen habe, jetzt schon. Mach mit mir, was du willst. Ich weiß, ich kann mich selbst nicht umbringen, das kann ich nicht, nur in Gedanken, aber das funktioniert nicht, aber ich kann das nicht, kann mir selber nicht Schmerzen zuführen, geht nicht. Aber ich will so nicht mehr weiterleben. Ich habe geschrien. Ich habe wirklich geschrien. Es war nicht nur, ich will so nicht mehr weiterleben. Ich kann nicht mehr. Es gibt doch irgendwo jetzt die nächste Lösung. Vielleicht ein nächster Mensch, der mir jetzt hilft. Oder dann diese Heilerin oder dieser Naturheilarzt. Oder vielleicht wirklich der Arzt da im Spital. Nein, es war wirklich ein Schrei aus mir heraus. Und ich glaube, die Nachbarn waren zum Glück nicht hier, sonst wären sie dann hochgekommen, haben geklopft. Danach habe ich geweint und danach, nach dem Weinen, hörte ich eine Stimme. Und die war so klar. Ich hörte vorher auch immer Stimmen, ja, aber es war nicht dasselbe. Und die war so klar. Und es kam nur noch, ich weiß den Wortlaut nicht mehr so genau, aber es war, nein, du bist hier, um etwas zu tun. Also nicht zu tun, aber bleib hier, ich will dich. Ich will nicht, dass du gehst. Ich habe eine Berufung für dich. Obwohl es mir gar nicht um die Berufung ging. Ich wollte einfach nicht mehr so weiterleben. Aber das hat sich so angefühlt, das kann man, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ich habe eine Liebe gespürt, die ich noch nie gespürt hatte. Ich war ja auch schon mal frisch verliebt. Ich bin immer noch verliebt. Aber man ist mal frisch verliebt und dann ist man verliebt, oder? Das kennt sicher jeder von euch. Und das schwächt etwas ab, aber es war nicht mal das. Und es war aber auch nicht das, die Liebe zu meiner Mutter oder zu meinem Vater, nicht mal das. Es war viel mehr. Es war etwas, das man immens einfach in eine Unendlichkeit einfach raussenden kann. Und ich wurde einfach von einer extrem starken Liebe berührt. Und danach kam wie Ruhe, okay? Und dann dachte ich so, ja, und jetzt? Ich habe noch keine Lösung, ich habe immer noch die Schmerzen. Ich bin immer noch da und ich weiß immer noch, wie es weitergehen soll. Und dann kam wieder diese Stimme und sagte, du gehst jetzt mal zu deiner Bibliothek da hinten. Also wir haben so ein kleines Büchergestell. Du läufst jetzt mal nach hinten. Und dann lief ich da nach hinten und dann führte er mich zu einem Buch. Es war nicht das hier, was ich jetzt in der Hand halte, aber es war, das ist schon das Neue, was ich nochmals geschenkt bekommen habe. Er führte mich zu einem Buch und sagte, nimm das in die Hand. Ich machte das. Dachte, nein, das nicht. Alles, aber das nicht. Und ich habe ihm gesagt, das lese ich nie, weil es ist nicht interessant, das ist nicht spannend, das will ich nicht lesen. Und ich habe das von jemandem geschenkt bekommen, 2 Monate davor. Und ich habe es bekommen, habe es einfach dort reingestellt. Vielleicht verschenke ich das irgendjemandem weiter, weil ich lese das nie. Das ist nicht mein Ding. Nimm's, lies es. Ich nahm's, bin nicht nach vorne gelaufen, bin nicht zurückgegeben, bin gleich dort auf dem Boden gesessen, habe einfach mal aufgeschlagen. Und genau das, was ich aufgeschlagen hat, hat genau meine Situation bzw. das Ganze rundherum beschrieben. Genau nur das, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber ich weiß noch, was drin stand. Es ging um Krieg. Es ging wirklich um Krieg und Bekämpfen, gegenseitiges Bekämpfen, anstatt miteinander etwas Gemeinsames zu machen, was eigentlich nachher über die ganze Welt überschwingt. Es ging um Krieg. Und wo ich das gelesen habe, dachte ich, oh nein, das ist ja das, was jetzt gerade bei uns da draußen läuft. Es ging nicht mal um mich, sondern es ging um das, was gerade rund um uns läuft. Und dann dachte ich, oh Gott, okay, ich lese, ja genau. Ich begann weiter zu lesen
und merkte dann, aber ich verstehe da gewisse Dinge nicht. Und da kamen ganz viele Fragezeichen. Und dann, was mache ich jetzt mit diesen vielen Fragen? Weil Fragen hat jeder. Jeder hat Fragen. Und dann komme ich ja wieder in diese Sackgasse rein, weil wer beantwortet mir jetzt diese Frage? Also es macht so Sinn, was da drin steht, aber irgendwie, ja, was soll ich jetzt mit dem anfangen? Und dann habe ich mich entschieden, also auch wieder von mir aus den ganzen Mut zusammengenommen, ja, ich gehe jetzt mal da in so eine Gemeinschaft, so eine freie Kirche heißt es, oder Freikirche, oder wie man das nennt. Bin dann da mal reingegangen, habe zugehört, habe mich wohlgefühlt. Oh, komisch, eigentlich wollte ich am liebsten wieder direkt durchgehen. Aber ich habe mich so wohlgefühlt und habe ich mit den Menschen geredet. Und ich mache es kurz, weil der nächste Schritt war, ich ging direkt zu einem Pastor, habe all meine Fragen ihm niedergelegt. Also als Kind hätte ich das nie getan. Aber für mich war das so klar, er kann mir das sicher beantworten. Und ja, er konnte sie mir beantworten. Und dann ging es weiter und ich hatte noch mehr Fragen und ich hatte auch Zweifel. Immer wieder. Und dachte ich, ja, aber hier drin kann doch nicht die Wahrheit stehen, weil das ist alt. Das ist so alt. Das ist schon vor x Jahren geschrieben, von ganz vielen verschiedenen. Es gab ganz viele verschiedene Versionen. Welche ist jetzt die richtige? Das ist auch wieder eine andere Version, die ich hier halte. Es gibt auch noch die auf Englisch, dann gibt es noch die sehr nahe übersetzt worden sind vom Hebräisch und die sind, sagt man, noch schwieriger zum Lesen. Nein, ist es nicht. Sie sind sehr einfach, weil der Heilige Geist mir immer sagt, was es bedeutet. Und das Leben wurde bei mir von diesem Tag an auf 360 Grad gedreht. Und das ist kein Witz. Und das hat mir niemand gesagt, nur er da oben. Es war niemand bei mir zu Hause, der gesagt hat, lies da drin oder weißt du, dass es nur einen Retter gibt und das ist Jesus und Gott und der Heilige Geist, es sind drei in einem. Hat mir nie jemand erzählt. Und ich bin all die Jahre durchgegangen, habe all die Jahre gesucht und dann bin ich einen anderen Weg gegangen. Eigentlich gut, weil ich kann es euch jetzt erzählen. Aber auf die andere Art, das war ein schwieriger Weg. Ich war immer auf der Suche nach Anerkennung. Vor allem nach Anerkennung, nach einer Gemeinschaft und nach Verständnis. Und ich war immer glücklich in dem, ja, lustigerweise. Darum Happy Anita, das war schon dazu mal so. Nur war ich wirklich glücklich. Ich war nach außen, glaube ich, glücklich, aber hier drin nicht. Und dann sagte ich immer, wenn ich vor den Menschen stand, ja, es gibt Tage, ich bin Mensch, ich bin nicht immer glücklich. Ich kann nicht immer glücklich sein. Aber jetzt ist es umgekehrt. Mit ihm bin ich hier drin, immer glücklich, immer. Auch ich muss es nicht immer zeigen, auch wenn ich es nicht zeige. Aber sogar wenn ich weine vor Freude, ist da drin immer Glück. Denn er geht mit mir, er spricht mit mir und er sagt mir auch die Worte. Und ohne ihn, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Ich wäre gar nicht hier jetzt. Ich wäre wirklich nicht hier. Ich hätte die Kraft im September nicht mehr gehabt, aufzustehen. Ich hätte die Kraft wirklich nicht mehr gehabt. Aber ich hatte auch nicht die Kraft, mich selbst ja, umzubringen. Effektiv nicht. Ich spreche es jetzt wirklich aus. Hätte ich auch nicht gehabt. Aber ich wäre einfach, glaube ich, depressiv sehr wahrscheinlich geworden. Ich wäre wirklich noch tiefer in ein Loch gefallen. Und es wäre einfach nie mehr, es wäre eine Sackgasse gewesen. Und ich kenne so viele Menschen, weil ich seitdem her mit ihm unterwegs bin, gehe ich auch auf die Straßen und spreche Menschen an. Ich kenne so viele Menschen, denen es eben nicht gut ging. Und denen es, die nur Menschen brauchen, die ihnen zuhören und sie verstehen, mehr nicht. Und wir sind so in einem Chaos drin. Wir sind, wie es vorher Daniel gesagt hat, es ist alles, was da drin ist. Es ist die Wissenschaft, die uns, früher war das noch nicht so, wir durften noch wirklich Wissenschaft leben, aber heute wird alles vorgegeben. Heute wird vorgegeben, wie irgendeine Studie, das haben wir vorher auch gerade diskutiert, am Schluss aussehen soll.
obwohl sie nicht so ist. Also es sind so viele Unwahrheiten da draußen in den Zeitungen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich lese keine Zeitung mehr, aber wann steht da mal was drin, wo wir sagen können, Halleluja? Ja, wann? Vielleicht steht jetzt drin, wir haben Überschwemmung, zu viel Wasser, oder ich weiß nicht, aber jetzt sollte da drin stehen, die Sonne scheint. Heute hatten wir 5 Stunden, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ein Beispiel, heute haben wir 5 Stunden Sonnenschein, steht das dort drin? Wann stehen dort drin gute Nachrichten in den Zeitungen? Wann? Und genau dort werden wir auch immer wieder beeinflusst und wir müssen immer irgendwas tun und machen, damit wir überhaupt mal etwas bekommen. Und so geht es uns allen, weil wir so in der Schule indoktriniert werden. Also mir ging es so. Wenn ich was geleistet habe oder was Gutes getan habe, dann habe ich auch was bekommen. Und das war für mich ganz normal. Und das hatte ich bis letztes Jahr immer noch in mir drin, obwohl ich dachte, ich habe das nicht mehr. So Tiere kann man so gut beobachten. Sie sind so bedingungslos. Sie müssen gar nichts tun, um einfach angenommen zu werden oder geliebt zu werden. Und das ist so schön, wenn man, weil die Tiere, die sind ja vom Schöpfer, wie wir auch gemacht worden. Und es ist so schön, wenn man sieht, wenn man Tiere beobachtet, vor allem Hunde, weil die so menschenbezogen sind. Ich durfte eben jetzt ein paar Mal einen Hund hüten und darum habe ich das jetzt auch beobachten können, wie, auch wenn man mal nicht so viel Zeit hat für sie. Ein ganz gutes Beispiel, ich war mal am Morgen wirklich beschäftigt, hatte am PC und hatte nicht viel Zeit und dann war sie halt vorne in der Stube, Wohnraum und dann dachte ich so, wo ich dann nach vorne kam, vielleicht nach 3 Stunden, ja, jetzt habe ich sie aber vernachlässigt, jetzt findet sie mich sicher nicht mehr so toll. Nein, das ist es nicht. Die sind so bedingungslos. Das ist vollkommen okay. Man ist dann wieder für sie da, wenn man Zeit hat. Und so ist es doch bei uns Menschen auch. Wir haben oft Erwartungen, du musst jetzt so und so viel Zeit haben, du musst morgen und heute und immer wieder für mich da sein. Aber was ist, wenn die Zeit, wo wir zusammen sind, 1 Stunde, 5 Minuten oder nur 3 Minuten, so viel kraftvoller ist, als wenn wir uns jeden Tag sehen? Das ist ein Riesenunterschied. Es reichen manchmal 3 Minuten, ein Gespräch von 3 Minuten oder 4 Minuten mit irgendeinem Menschen kann so viel verändern. Ich rede manchmal mit irgendjemandem an der Kasse, ich sage irgendein Kompliment oder was auch immer gerade er mir gibt. Und der Mensch hat den Tag gerettet bekommen. Nur indem, dass ich vielleicht gesagt habe, sie haben eine schöne Hose an. Keine Ahnung, ist völlig egal. Aber es stimmt ja auch. Ich sage das, was stimmt. Nicht, dass also, ich sage nicht, sie haben eine schöne Hose an, wenn sie mir nicht gefällt. Also das dürfen wir ja auch noch. Aber es sind so wichtige Dinge. Und das Thema, was, wenn alles zerfällt, ich kann das in so viele verschiedenen Situationen gebrauchen, sei es im Job, sei es in der Firma oder eine Firma, die zerfällt, wo jetzt ja immer wieder mehr Firmen oder auch Restaurants Konkurs gehen, leider sogar auch Hotels, es stehen immer mehr Gebäude leer, das ist das, was ich beobachte. Auch da zerfällt was. Oder es zerfällt eine Beziehung, sollte nicht sein, aber auch das gibt es. Es sind so viele Beziehungen in den letzten 2, 3 und auch jetzt dieses Jahr wieder auseinandergegangen. Das ist auch ein Zerfall. Oder Familien gehen auseinander. Das ist auch passiert, immer wieder. Und das ist nicht das erste Mal, das war schon vor x Jahren so. Und es läuft schon die ganze Zeit. Warum? Weil wir auf einem Fundament stehen, das mit Sand gebaut ist. Ein Haus, das mit Sand gebaut ist, bleibt das im Chaos und im Wind stabil, in der Brandung, oder zerbricht das? Was passiert mit dem Haus? Zerbricht, oder? Fällt runter, rutscht ab. Aber ein Haus, das auf einem Stein oder Fels gebaut ist,
Das ist so egal, was hier draußen passiert. So egal, effektiv. Ich meine nicht, dass es mich nicht kümmert, aber es ist mir so egal, was da draußen passiert. Ich stehe auf einem festen Fundament. Und ich wäre so froh gewesen, das hätte man mir schon, wo ich denken und reden konnte, gesagt. In dieser Sprache, wo ich es verstehen würde. Weil dann gehe ich auch auf diesem Fundament. Und dann habe ich keine Angst, ich habe keine Scham. Und ich gehe meiner Berufung nach. Ich suche sie nicht. Ich tue es einfach. Ich höre und tue. Und suche nicht mehr. Weil ich war wirklich bis September noch auf dieser Suche. Was ist wirklich meine Berufung? Da dachte ich, okay, was kann ich gut? Ich kann gut reden, dachte ich so. Ja, das stimmt immer noch. Und ich glaube es auch noch. Ich habe mir gesagt, wenn das so ist, dann sagst du es mir. Wenn es nicht so ist, ich mache es nicht mehr. Kein Thema, ist mir völlig egal. Aber okay, gut, reden kann ich. Gut, schon mal eines. Und was kann ich dann noch sagen? Ja, eigentlich kann ich nur reden und ich kann auch gut verkaufen. Ich kann gut Produkte verkaufen, hinter denen ich stehen kann. Okay, das sind ja nur zwei Dinge. Dann war ich an einem Anlass und dann haben alle so erzählt, was sie können. Ich war aber eingeladen, nicht zum Reden, sondern einfach, um dabei zu sein. Und dachte ich, wow, die können alle so viele Dinge, die haben alle so viele Kurse gemacht. Da dachte ich, ich habe ja auch viele Kurse gemacht, aber irgendwie mache ich das ja gar nicht. Und dachte, nein, muss man ja nicht, weil die Berufung ist das, was er uns sagt. Und eigentlich haben wir alle genau die gleiche Berufung und jeder hat wieder individuell eine Gabe, die er bekommen hat. Nicht ein Geschenk, eine Gabe ist aber auch gleich ein Geschenk. Jeder hat eine Gabe bekommen, in der er walten und führen darf. Aber jeder von uns hat die gleiche Berufung. Wir alle sind hier, um den Menschen die gute Botschaft zu verkünden, dass Gott und Jesus unser einziger Retter ist. Und ich meine nicht Religion, weil ich bin religiös aufgewachsen und ich habe aufgehört, an ihn zu glauben, nachdem er meine Großmutter genommen hat. Und habe ihm dann gesagt, okay, dich gibt es einfach nicht, weil sonst würdest du das nie tun. Und so bin ich dann weiterhin durchs Leben gegangen und gedacht, okay, Gott ist nicht gut, Gott ist böse. Weil dann sieht man kranke Menschen, dann sieht man Menschen, die sterben, dann sieht man Menschen, die sind zerbrochen, dann sieht man die Politik, die machen eigentlich nicht das, was sie eigentlich für die Menschen tun sollen. Man sieht das alles, der Gott gibt's nicht, Gott ist nicht gut. Und so habe ich das geglaubt. Es ist ein falscher Glaube, denn Gott ist gut, aber Gott ist nicht Religion. Gott ist eine Beziehung, die wir führen zu ihm, nichts anderes. Und Gott ist nicht irgendein Mensch, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das ist nicht Gott. Gott sagt mir, was ich zu tun habe, wenn ich ihm sage, nimm mich und mach, was du willst mit mir. Und das habe ich gemacht. Und ich wusste nicht, was passiert, aber es passiert nichts Schlimmes, sondern es passieren nur Wunder. Und das ist das, was er macht. Er macht Wunder durch mich. Und es geht nicht mehr um mich, sondern es geht nur noch um ihn. Und dann wird es ruhig hier drin, man kommt in den Frieden und alles, was rund um mich zerfällt, egal was es ist, es belastet mich nicht mehr, es stört mich nicht mehr und ich habe keine Angst mehr. Weil wenn ich eine Frage habe, frage ich ihn, was kann ich in dieser Situation tun? Sag du mir, was ich in dieser Situation tun kann. Und wenn ich ihn nicht frage, dann ist der Tag wieder ziemlich verschissen, auf Deutsch gesagt. Wenn ich ihn nicht frage, wenn ich ihn in einer Situation bin, wo ich nicht weiter weiß und nicht frage, was kann ich da drin tun, wenn ich ihn vergesse zu fragen, weil ich denke, ach, Blödsinn, das ist ja etwas, was nicht sein kann. Weil du bist ja nicht da, du redest ja nicht mit mir, ich sehe dich ja nicht, du bist ja nicht reell für mich, ich kann dich nicht anfassen, ich kann dich nicht sehen, du bist nicht so wie du hier, wo ich dich einfach ergreifen kann, anfassen, ich sehe dich. Wenn ich ihn dann nicht frage, dann kommen andere Prüfungen, die nicht so lustig sind. Und ich habe einmal wieder mal gedacht, okay, ich höre nicht auf ihn,
Und dann, das war, wo wir wieder nach draußen gingen, zu den Menschen in die Stadt, haben Menschen angesprochen. Er hat mir ganz klar gesagt, geh und sprich heute die jungen Menschen an. Und ich habe nicht auf ihn gehört. Und ich dachte, okay, nein, nein, ich weiß schon, wenn ich anspreche heute, ich höre jetzt auf mein Herz, was das hier sagt, so wie früher. Und dann habe ich das gemacht und habe dann nicht die Jungen angesprochen und habe bei allen, ich habe, glaube drei oder zwei, ich weiß nicht mehr so genau, zwei oder drei angesprochen, bei allen, die ich angesprochen habe, war weg mit dem. Also wirklich schlimm, also es war wirklich, also es war nicht nur so, noch hallo, also ich habe wirklich guten Tag und ganz schöner Einstieg, alles liebevoll. Ich sage, gehen Sie weg. Also so, die hatten richtig Angst vor mir. Und das ist so wie, das ist ziemlich hart, weil man wird richtig abgelehnt, denkt man so, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann kam bei mir wieder, ah klar, ich habe nicht auf ihn gehört. Okay, jetzt höre ich auf ihn. Und dann ging ich wieder los und habe die jungen Menschen angesprochen. Und dann lief es. Und dann war es ein richtig schöner Tag. Und wir durften sogar noch Heilung aussprechen für Schmerzen oder für irgendein ein Knie, das wehtat, irgendwie von 8 auf 3 runter und am Schluss nochmals und es war nicht mehr, der Schmerz war weg. Also es ist unglaublich, das macht er nicht, ich. Aber durch uns können wir Wunder bewirken, weil wir sind sein Werkzeug. Und wir sind so in der Schule oder auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Schule wurde mir das nie erklärt und im Religionsunterricht auch nicht. Ich habe dann gemalt und andere Dinge gemacht, meine Hausaufgaben, weil es war langweilig. Ich habe das nicht verstanden, was er erzählt hat, weil es nicht aus dem Alltag raus erzählt hatte, was wirklich möglich wäre. Aber ich glaube, wenn er mir das dazu mal schon erklärt hätte, wäre ich glaube in den Kindergarten, hätte gesagt, hast du Schmerzen? Okay, Schmerz, geh weg! Dann hätte ich das gemacht. Aber nein, das hat mir ja niemand erzählt, dass wir durch ihn, wenn er in uns lebt, dass wir Heilung aussprechen können. Dass wir die Autorität haben, Heilung auszusprechen. Dass wir die Autorität haben, Dämonen wegzutreiben. Und ich war, ich habe das vorher auch gemacht, aber es war anstrengend. Also jetzt kann ich einfach mich nehmen. Und ich kann es einfach tun, egal wo ich bin. Aber davor brauchte ich so, kennt ihr das, so eine Schüssel, da hat so Sand drin und dann eine Kohle. Und auf die Kohle habe ich irgendeinen Duft oder Kräuter getan und dann habe ich geräuchert und bin dann durch den Raum gegangen und habe ihn so gereinigt. Und ja, sicher war er gereinigt, weil es hat ja dann wieder anders gerochen und gut geduftet. Und das mache ich heute noch, aber wegen dem Duft. Weil ich habe gerne gute Düfte und ich liebe auch Kräuter. Aber das muss ich gar nicht, brauche nichts. Wenn ich in einen Raum reinkomme, ich muss ihn gar nicht reinigen, weil er hat schon vorbereitet. Er bereitet alles für mich vor. Wenn er will, dass ich was tue und er durch mich das macht, dann muss ich gar nichts mehr tun, er macht es. Es ist unglaublich, oder? Und das ist so, mein Alltag besteht nur noch aus dem. Ich frage ihn am Morgen, was hast du mit mir vor heute? Klar, ich habe noch Arbeit, ja, und ich arbeite noch und ich bin auch am PC, aber auch da drin, in jeder PC-Arbeit, wo ich jetzt mache, jedes Mail, das rausgeht, alles, was ich als Sprachnachricht oder was auch immer weitergebe, ist er in mir drin und macht das mit mir und für mich. Und ich brauche fast keine. Man sagt ja so, man verliert Kraft, oder also eigentlich sagt man Energie, aber es ist eine Kraft, man verliert keine Kraft mehr. Ich bekomme immer mehr und mehr und mehr Kraft. Immer mehr. Ich brauche noch weniger Schlaf als vorher. Es war vorher zwar auch schon so, aber jetzt noch weniger. Also wenn ich mich wieder auspowere und nicht auf ihn höre und Zeit mit ihm verbringe, in der Ruhe, dann brauche ich wieder etwas mehr Schlaf. Aber es ist unglaublich. Er versorgt mich. Mit allem, und das macht er nicht nur mit mir. Er macht das mit uns allen. Mit uns allen. Er versorgt uns alle. Und er will keine kranke Menschen, er will keine depressive Menschen, er will keine Menschen, die traurig sind, er will keine Menschen, die irgendwelche anderen Menschen beginnen zu richten. Und er will auch keine Menschen, die irgendwo umherirren und gar nicht wissen, was
oder wieso, dass sie überhaupt hier sind, was ihre Berufung ist. Das will er nicht. Und ich wusste ja nicht mal, ob er mich in meinem Beruf drin lässt. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt das ja sage, wenn ich das jetzt ausspreche, mach du mit mir, was du willst. Mir ist es völlig egal. Also okay, er könnte mich ja aus meinem Beruf rausschmeißen und sagen, okay, es gehört gar nicht mehr zu dir. Du musst jetzt total was anderes machen und dein Leben läuft jetzt ganz anders. Du gehst jetzt in eine kleine Wohnung. Also natürlich mit ihm, weil er hat uns ja zusammengebracht. Er war dazu mal schon am Werk, das wussten wir noch nicht. Und du gehst jetzt in eine ganz kleine Wohnung oder in ein Tiny House, hätte er alles sagen können. Oder? Aber das macht er nicht. Er macht genau das, was er merkt, was für mich stimmt. Trotzdem noch, er gibt mir das, was ich brauche, um durch ihn leben zu können. Also er schickt uns nicht in irgendein Slam, das macht er nicht. Vielleicht macht er das mal noch mit mir, aber dann bin ich bereit dafür, weil er hat das vorbereitet. Und die Angst ist nicht mehr da. Die Angst vor Verlust, die Angst vor zu wenig zu haben oder im Mangel zu leben. Oder wenn man halt, also ich habe ja vorher auch immer alles gehört, was halt im Telegram war oder was auf anderen Kanälen war. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Und ja, ich war zwischendurch sehr in der Angst drin. Ja, was ist, wenn wirklich alles zerfällt? Weil da sind wir alle drin. Und was könnte dann passieren? Ich habe mir da alle Szenarien, ich muss es ja gar nicht erzählen, da hat jeder sicher schon selbst gewisse Gedanken gemacht. Aber genau diese Gedanken haben mich ja dann auch wieder runtergezogen. Und dann haben wir so Notfallkisten bereit gemacht. Also wirklich haben sicher auch viele andere gemacht, also was wir halt dann hier drin haben, dass wir es nur noch mitnehmen können, so mit Solarpanel, keine Ahnung, was da alles drin ist. Und hat sogar jetzt vor den Ferien gesagt, ich nehme den Solarpanel mit und ich, wieso? Ja, ist ein cooles Ding, ist eine gute Sache, wenn im Fall was passieren könnte da unten, wo wir in den Ferien sind. Nein, es passiert nichts. Er ist mit uns und er ist unser Versorger. Wir brauchen den Solarpanel, nichts mitzunehmen. Und er, ah, okay, zurück. Das ist der Feind, der immer wieder sagt, nein, nein, du musst was mitnehmen, du brauchst ein Tool. Du kannst das nicht alleine. Das ist so, ich kann es nur mit ihm. Das kann ich, kann es wirklich nicht alleine. Also ich bin es mir gewohnt, alles alleine zu machen. Er kann davon ein Lied singen, aber gestern gleich wieder. Genau, also wir haben manchmal noch Reibereien, das ist ganz spannend, also das darf ja auch sein. Aber das alte Ich war wirklich so. Also wenn er gesagt hat, ich helfe dir, oder er wollte mich bei irgendwas unterstützen, sagt, nein, nein, ich mache das alleine. Also ich war immer auf Alleingang und ich hatte auch immer das Gefühl, auch mit diesem Thema mit den Kindern, da hatte ich zwei, die mich zuerst unterstützt hatten, es war aber viel, weil es war halt schon viel, wenn man, man hört ja nicht immer so schöne Sachen. Also viel läuft ja jetzt auch mit Mobbing noch viel mehr, aber das sind noch viel schlimmere Themen, die mir Eltern erzählt haben. Und das geht nahe. Also ich bin ja ein Mensch. Also kann ich nicht einfach sagen, ja, geht mich ja nichts an, geh nicht. Und es geht nahe. Und die zwei, die mich unterstützt haben, denen war das dann zu viel. Die fielen wieder weg. Dann war ich wieder alleine. Dann habe ich das Ganze wieder alleine gemacht für die ganze Schweiz. Und dann fiel ich eigentlich weg. Letztes Jahr im September, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich einfach, wieso muss ich immer alles alleine machen? Und jetzt muss ich das nicht mehr. Und das ist unglaublich, egal auch was ich tue, ich kann auch Menschen fragen, die mich unterstützen und ich kann fragen. Und ich bin auch nicht zu schade, jemanden zu fragen jetzt. Und ich komme immer auf die richtigen Menschen zu jetzt, weil er gibt mir die Menschen, die mich in dem unterstützen, was es braucht jetzt. Also ich gebe es einfach ab. Und darum ist es so egal, wenn alles zerfällt und ich versetze mich immer wieder in diese Lage und in diese Frage, was tue ich dann? Und dann fühle ich einfach nur innere Ruhe und Frieden und Kraft. Und es ist wie so, okay, wenn der Sturm kommt
Und es stürmt wirklich rundherum. Das ist so cool, so bildlich. Ich stehe mitten im Meer, irgendwo auf einer Brandung. Und rundherum ist einfach nur Wasser und der Sturm kommt und alles peitscht an mich heran. Ich stehe einfach nur da. In dieser Kraft von ihm. Und habe nur noch Vertrauen, dass er genau dann einschreitet und mir hilft, wenn ich die Hilfe brauche. Und das geht nur, wenn ich mit ihm eine Beziehung habe. Ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Religion. Ich brauche auch nicht unbedingt eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft stärkt mich aber. Sie stärkt mich, wenn ich sie brauche. Aber ich brauche sie nicht. Ich muss nicht irgendwie, wie früher am Sonntag oder am Samstagabend war es bei uns, in den Jugendgottesdienst gehen, wo ich sowieso als Ausgang gesehen habe. Wir hatten ja dazu mal noch kein Geld, aber es war für mich der Abend ohne Elternausgang. Wir sind zu hinterst in der Kirche gesessen. Wir waren vielleicht 10 oder 15 und alle haben miteinander geredet. Wir hatten einen wunderbaren Samstagabendausgang gratis. Der Pfarrer war da vorne und er hat sich ziemlich aufgeregt mit der Zeit, aber er konnte uns einfach nicht bändigen, weil wir fanden es einfach nicht interessant, was er erzählt hat. Wir konnten nicht mit ihm übereingehen. Wir wussten nicht, was. Also ich könnte das euch jetzt auch, vor allem aus dem Alten Testament, wäre sehr spannend, könnte ich euch ein paar Bibelverse vorlesen. Eine halbe Stunde lang, ich glaube, irgendwann geht ihr alle raus. Es ist spannend, im Alten Testament zu lesen, ja, aber es ist wirklich die Vergangenheit. Es ist spannend, darin zu lesen, um zu wissen, wer wir sind. Oder wieso das so weit gekommen ist, oder wieso gewisse Dinge jetzt so funktionieren. Man kann, muss aber nichts. Das Neue Testament ist genau das, was jetzt läuft. Das ist unglaublich. Immer wieder, wenn ich darin lese, lese ich wieder was Neues. Also ich kann einen Vers, das war so lustig, ich habe einen Vers begonnen zu lesen im Römer, glaube ich, war es, Römerbrief, genau. Da ich gehe mal zu den Briefen nach hinten, ich komme ja nie weiter, gehe mal zu den Briefen, begann den Römerbrief zu lesen, einen Vers. Den habe ich schon 8-mal gelesen, ich lese immer was Neues darin. Das ist unvorstellbar. Aber immer wieder komme ich an, so könnte ich es auch noch sehen. Genau so steht es ja. Und es ist immer wieder die Wahrheit. Und dann geht es vielleicht 3-4 Tage und ich komme an eine Situation, wo genau mit dem Vers wie verknüpft ist. Also das ist wie wir, lebendig. Das ist nicht starr, das ist nur lebendig. Unglaublich. Und auch wenn ich komme nicht so viel im Moment dazu, zum da drin lesen, aber wenn ich da nicht mal da drin lese, es wirkt trotzdem in mir, es macht was mit mir, es kommt mit mir mit. Oder gibt es andere Menschen, die mir einfach Verse zustellen und ich lese die, ja genau, das brauche ich jetzt für meine Situation. Das ist wie verknüpft hier oben. Und darum, also ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst über, ich nenne es jetzt nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ja, man kann sagen, es gibt ja verschiedene Interessengruppen, sagen wir es so. Es gibt ja verschiedene Interessengruppen. Und ich war, und das wusste ich nicht mal, ich war in der Interessengruppe Esoterik drin. Ich wusste nicht mal, dass sie so heißt. Und ich war da tief drin, weil ich konnte alles in dieser Gruppe. Also da wurde mir alles geschenkt. Also ich konnte channeln. Ich weiß nicht, ob jemand von dem auch schon gehört hat, du nichts. Ja, also sagt dir das was? Ich konnte channeln, ich konnte Hände auflegen und heilen. Also ich habe dazu noch was irgendwie sagen oder keine Ahnung, ich finde die Worte nicht mehr, sorry, die sind ausgelöscht. Verbindung aufbauen muss man da zuerst irgendwie, also ich weiß wirklich nicht mehr, wie es geht, aber ich habe das wirklich gelernt. Ich habe sogar eine Prüfung gemacht und wurde dann auch geprüft vom Schweizerischen Heilerverband und bin da ganz einfach auch durchgekommen, alles funktioniert. Oder dann Hypnose, mit Hypnose habe ich schon probiert bei einem Freund das Rauchen. Die Sucht Rauchen wegzunehmen mit Hypnose. Das ist auch cool, das geht so zack und Hypnose. Hat nicht funktioniert. Aber scheinbar funktioniert es manchmal. Und was habe ich noch gemacht? Ja, meditiert natürlich. Das ist eigentlich
gar nicht schlecht. Dann habe ich Yoga gemacht, aber nicht, das hat mir gar nicht gefallen, das war doch nicht mein Ding, immerhin. Und also ich weiß es gar nicht mehr, ich habe so viele Dinge ausprobiert. Und bei all dem war es eigentlich einfach, aber alles hat mich immer wieder an einen Punkt gebracht, es geht nicht mehr weiter, ich muss wieder was Neues machen. Immer wieder. Okay, was ist das Nächste? Und dann das Nächste und nochmals, aber ich musste immer wieder was Neues machen. Und ich brauchte noch mehr Bücher, ich brauchte noch, gependelt habe ich natürlich auch noch, wo ich ich die Fragen gestellt habe. Simple Fragen, soll ich morgen jetzt den Freund besuchen, also diesen oder nicht? Und dann habe ich gewartet, bis der Pendler ja oder nein sagte. 10 Minuten später wieder gependelt, kam eine andere Antwort. Ja, manchmal geht's halt nicht, okay. Oder einfach gependelt, ist jetzt das Essen gut oder nicht für mich? Auspendeln lassen. Ach, gut funktioniert, ja, nein. Das ist ja logisch, weil ich habe gedacht, das Essen, ich weiß ja, was für mich gut ist oder nicht, weil ich kenne doch schon meinen Körper, was er gerne hat und was nicht. Und dann denkt man das ja schon, hält das hin und dann macht er genau das, was man eigentlich schon denkt. Also so einfach geht das. Aber ich brauche es nicht. Weil das sind alles Werkzeuge, wo ich selber manipulieren kann. Ich manipuliere das ja selbst mit meinen Gedanken und mit meinem Unterbewusstsein. Und dann geben sie mir gar nie die Wahrheit. Sie geben mir nicht die richtige Antwort. Und sie geben mir auch nicht die Kraft, Menschen zu heilen. Geben sie nicht. Aber er schon. Ich kann auf die Straße gehen, ohne dass ich irgendeinen Kurs gemacht habe, sondern nur ihn in mein Leben anerkannt habe, Hände auflegen und die Schmerzen gehen weg. Und das ist magisch, also mich friert es gerade, weil das macht er durch uns. Und wenn so viele Menschen das erkennen würden, dann können die machen da draußen, die Regierung, was sie wollen. Sie haben keine Chance gegen uns. Sie haben wirklich keine Chance mehr, denn wir brauchen keine Demokratie oder Regierung, dass wir hier miteinander in Frieden leben können. Brauchen wir nicht. Wenn der Frieden hier in uns drin ist, dann ist es wie ein Dominoeffekt, es geht einfach weiter. Wir erzählen es einfach den Menschen weiter. Wir waren vorher da drüben und ich habe schon wieder weiter erzählt. Es ist einfach so passiert. Ich dachte, nein, vor dem Vortrag halte ich mich zurück. Es geht nicht. Wenn man gerettet wurde und seine Liebe spürt und merkt, dass das der einzige Weg ist und die Wahrheit ist und das Leben und nicht der Tod, dann kann man keinen Tag, ohne über ihn gesprochen zu haben, da nach draußen gehen. Es geht nicht mehr. Das wusste ich nicht, aber es geht nicht mehr. Ich habe keine Chance mehr, einfach rauszugehen und niemandem von ihm zu erzählen. Und das mache ich nicht, weil ich das hier drin sage, ich stehe auf und jetzt erzähle ich jedem, den ich antreffe, nur noch von dir. Nein, das passiert einfach so in den Gesprächen. Einfach so. Und das Gleiche passiert auch meinem Partner, der eher zurückhaltend ist, der ist eher etwas introvertiert, aber sogar mit ihm hat er das Feuer entfacht und er hat gesagt, oh Anita, ich will das auch. Ich will auch mit dir mitkommen. Ich habe zwar den Mut noch nicht, die Menschen anzusprechen, aber ich komme mit dir mit. Und einmal war er ganz allein und hat gesagt, so, jetzt habe ich den Mut und sprich mal mit einem Menschen. Und dann hast du, ich weiß gar nicht, du kannst vielleicht ganz kurz sagen, was genau, kurz, einfach ganz kurz, was passiert ist bei dem Einzelgespräch, deinem ersten. Mein erstes Gespräch mit einem Menschen habe ich vorhin nicht so gekannt. Habe ich ihn gefragt, ob er sich neben mich auf die Bank setzen möchte. Und dann nach 4 Minuten haben wir schon sein ganzes Leben erzählt, also die liebsten Dinge. Und ich kenne das sonst nicht so nach 4 Minuten. Und nach 10 Minuten war es dann so weit, dass er sein Leben Jesus geschenkt hat. Und jetzt sind wir immer noch. Halleluja. Es ist unglaublich, oder? Wir haben niemanden, also er hat niemanden überredet, er hat ihm nur zugehört
Und vielleicht noch eine Frage gestellt. Meistens stellt man halt noch Fragen, damit sie merken, doch, ich kann Vertrauen in diesen Mensch haben. Und ich erlebe das immer wieder, wie viele Menschen da draußen so sehnsüchtig sind, einfach nach einem Zuhörer, dass sie ihr Problem einfach niederlegen können. Und das reicht auch manchmal schon. Mehr muss es gar nicht sein. Und dass er halt dann noch danach sein Leben Jesus gegeben hat oder Ja gesagt, wir sagen auch Ja gesagt hat zu Jesus, das ist vollkommen okay, aber wir gehen nicht mit dem Gedanken raus, niemals. Wir gehen immer raus mit der Liebe zu allen Menschen. Und ich liebe die Menschen, jetzt muss ich aufpassen, Tränen nicht kommen, weil das berührt mich immer wieder. Ich liebe die Menschen, wie auch die Tiere. Und vorher war es für mich so, oh nein, Menschen, nein, ich bin so sensibel, wirklich, das hat er mir gelassen, diese Gabe. Ich bin so sensibel und es hat Vor- und Nachteile, aber davor war das so ein Nachteil für mich. Es war Menschenmengen um mich herum, war so anstrengend. Es war extrem anstrengend. Eine Stunde mit jemandem reden war anstrengend für mich. Oder zu den Kunden zu gehen, in diese Atmosphäre vom Spital, von so vielen Kranken im Wartesaal zu warten und ihnen zuzuhören, was ihre Probleme sind, das hat mir so weh getan. Ich hätte am liebsten allen geholfen, kann ich ja gar nicht, aber ich wusste ja nicht mal wie. Und das war alles so anstrengend. Ich kam nach Hause und war müde. Ich konnte nicht mal meine Hobbys weitermachen, weil ich einfach müde war. Und dann lief es weiter in der Nacht und ich bekam irgendwelche Gedanken und Bilder und weiß ich nicht was, was alles auf der Welt geschieht, einfach so. Das war wieder anstrengend. Und es ist so eine coole Gabe, wenn man das eigentlich alles bekommt, denkt man so, kommen alle anderen zu mir. Ich möchte das auch können, habe ich immer gesagt. Das wünsche ich niemandem. Zum Glück habe ich das gesagt, weil dazu mal wusste ich ja gar nicht, wer da wirklich in mir wirkte. Denn es war nicht Gott und es war nicht göttlich und es war nicht der, der mir eigentlich sagte, du hast deinen freien Willen, du kannst immer selber entscheiden. Ich kann jederzeit selber entscheiden, will ich das tun oder nicht. Ich kann jederzeit Nein sagen. Kann ich, aber ich lebe ja dann auch mit den Konsequenzen, wenn ich Nein sage. Aber dazu mal war es nicht er, sondern das war der Teufel, der mich führte. Ich hatte einen Bund mit dem Teufel, ohne dass ich es wusste. Ich hatte Dämonen in mir drin, die dann von einem Pastor ausgetrieben wurden, weil ich nur zu ihm ging und eine Frage gestellt habe. Und die Frage war eigentlich, wieso werden nicht immer alle geheilt? Ich habe nur diese Frage ihm gestellt. Und er hat sie auch beantwortet und danach sagt er, du hast einen Dämon in dir drin. Da sagte ich, ja, von woher? Keine Ahnung. Und er, ja, willst du den loswerden? Ich, keine Ahnung, ja, machen wir mal, oder? Und habe ich mich darauf eingelassen. Er sagte, ja, du hast einen Dämonen in dir gehabt von Indien. Warst du mal in Indien? Wo? Nee, war nie in Indien. Aber erst später zu Hause kam mir dann durch den Kopf, ich habe ja ich glaube, es war, die Heilerausbildung war eben auch verknüpft mit so indischen und ayurvedischen Tools. Das und dann war ich aber noch bei einem anderen Heiler, der halt auch eher auf indische Art, also die haben halt einen anderen Gott oder mehrere Götter sogar, ich weiß da jetzt auch nicht über jedes Bescheid, aber die haben halt für andere Anbetung, die geben auch Opfer. Also sie beten etwas anderes an und die geben auch Opfer. Also eine ganz andere Atmosphäre. Und den hatte ich in mir drin. Und den hat er ausgetrieben. Und ich habe das auch, also ich habe das gemerkt, was mit mir passierte. Also ich habe die Kontrolle dann wie über meinen Körper verloren in dieser Zeit, wo er ihn probiert hat rauszutreiben. Und plötzlich war er draußen, dann war ich wieder in einer vollkommenen Ruhe. Also es ist unglaublich. Und hier drin steht, jeder von uns kann das, Dämonen austreiben. Und dann dachte ich, jetzt wird es spannend. Also wenn du möchtest, dass ich das mal tue, Dämonen austreiben, dann lass es mich tun. Und er ließ es mich 3 Tage später bei einem Hund tun, der einen Dämon drin hatte. Und der war wirklich, also der war nicht so lieb
sondern der war so angriffig. Und ich habe dann gemerkt, da hat ein Dämon drin. Und dann dachte ich, okay, jetzt bete ich für ihn. Das geht 2-3 Sekunden, habe gebeten, dann war er ruhig. Du hast es auch schon mal gemacht, gell? Genau. Er hat es auch schon mal gemacht bei einem anderen. Und das ist unglaublich. Aber vorher habe ich für Tiere Heilung ausgesprochen. Das ging halbe Stunde, dann wieder und immer wieder. Und es ist etwas passiert, wenig oder etwas mehr, aber immer wieder. Und mit ihm reicht es manchmal einmal. Einmal. Und dann ist es weg. Kopfschmerzen zum Beispiel. Wenn ich Kopfschmerzen bekomme, habe ich es mal selbst ausprobiert, habe nicht dran geglaubt. Man muss nicht mal dran glauben. Ich habe nicht mal dran geglaubt, aber ich habe wirklich heftige Kopfschmerzen bekommen. Dann dachte ich, nein, bitte nicht schon wieder. Und dann dachte ich, okay, jetzt spreche ich einfach Heilung aus. Und dann habe ich, Kopfschmerz, geh weg in Jesu Name. Nur das. Kopfschmerz, geh weg in Jesu Name. Einmal. 5 Minuten gewartet und sie waren weg. Das ging vorher nie. Vorher war Kopfschmerzen, Bett liegen und warten, bis sie vorbei sind. Vielleicht gehen sie ja mal weg. Ruhe, absolute Ruhe. Und sonst muss ich auch bis am anderen Tag im Bett liegen bleiben. Am anderen Tag sind sie viel leichter dann weg. Und ich habe nur das gesagt und sie waren weg. Und das funktioniert immer wieder. Und wenn es einmal funktioniert, funktioniert es 1000 Mal und 4000, 5000 Mal immer wieder. Immer wieder. Und die Gabe, die hat jeder. Das ist unglaublich, oder? Also jeder kann dann nach draußen gehen und die Hände auflegen und sagen, in Jesu Name, du bist jetzt geheilt. Wir haben schon erlebt, dass Krebs geheilt wurde von einem ganz guten Freund von uns, indem das seine Eltern nie aufgegeben haben zu beten, hier im Kopf. Also wir wissen, was das bedeutet, weil wir sind in dem Thema drin, in der Medizintechnik. Hier im Kopf, Krebs, die wachsen immer wieder nach. Also wenn man mal mit Chemo dahinter geht, werden sie kleiner und leider kommen sie dann wieder. Und seine Eltern haben daran geglaubt, er auch, und es wurde für ihn immer wieder gebetet. Und der Krebs ist weg. Und er ist vollkommen gesund. Und er hatte noch andere Themen, aber er ist vollkommen gesund. Das ist unglaublich. Das ist so eine starke Kraft, so ein starkes Tool. Und ja, es braucht nur eines und das ist Glauben. Aber wenn ich das bei jemandem mache, der nicht glaubt, funktioniert es auch. Wenn ich es aber mache und nicht glaube, ja, hat auch schon funktioniert. Aber wenn ich glaube, ist viel mehr Kraft dahinter. Da kommt eine Kraft durch meinen Körper und durch meine Hände und die Menschen werden geheilt. Und das ist überirdisch, ja. Das ist wirklich überirdisch. Das ist eigentlich wie, es ist übernatürlich. Man sieht es nicht, man hört es nicht, aber es ist einfach da, es ist übernatürlich. Und ich kann es jederzeit anwenden. Und wir haben schon so viele Menschen, die auch in armen Ländern, das ist so krass, wenn man, also ich war jetzt noch nie dort, aber mein Ziel ist es auch mal dorthin zu gehen, weil was ich von anderen höre, wenn sie da waren, da gibt es Afrika, da haben wir die Kinder, die haben nichts, die haben wirklich nichts. Aber die Wahrheit ist wirklich, die sind glücklich. Das ist unglaublich, die haben ja gar nichts wie wir. Aber die sind glücklich, weil die haben Gott. Und die sind in der Liebe mit Gott. Die lieben ihn und er liebt sie. Und das sieht man in den Augen. Das ist unglaublich. Ich habe es einfach von Bildern gesehen, von einer Kollegin, die jetzt auch gerade wieder nach Uganda gegangen ist, nachher, glaube ich, nach Südafrika, wo sie eigentlich in den Schulen, sie ist Lehrerin, wo sie in den Schulen eigentlich die frohe Botschaft weitergeben, die es noch nicht wissen, aber die es wissen. Und das geht so schnell bei den Kindern, das ist unglaublich. Und die haben keine Angst.
dass sie zu wenig Essen haben oder zu wenig Wasser, weil das ist nicht das, was Gott gemacht hat. Gott hat nicht die Kriege erfunden. Gott hat nicht zu wenig Wasser und hat gemacht, dass die hungern müssen. Das hat alles nicht Gott gemacht, das ist alles Satan. Satan hat von Gott gelernt. Satan ist der Engel, der neben Gott war und abgefallen ist. Das ist so krass, die Geschichte, ich wusste die auch nicht. Ich dachte immer, Satan ist einfach ein Konstrukt, das ist einfach so gekommen und da bin ich. Ich bin Satan, ich bin die Regierung. Nein, das war der Engel, der von Gott gelernt hat und sagte, ich möchte besser sein als du. Und ist er abgefallen. Und darum gibt es das Böse. Das Böse ist nicht Gott, das Böse ist immer Satan. Darum gibt es auch der Feind. Und wenn eine Angst kommt, ist es immer der Feind. Immer. Immer. Ich habe auch zwischendurch mal irgendwelche so Angstgefühle, ja, soll ich jetzt diesen Mensch ansprechen? Immer am Anfang. Immer am Anfang. Oh nein, nein, ich mache es nicht. Nein, nein, ich gehe heute nicht raus. Nein, 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 ich gehe, mache das heute nicht. Und dann sage ich, Angst, geh weg in Jesu Name. Weg. Unglaublich. Und dann gehe ich und spreche Menschen an. Und es passieren so viele wunderschöne Dinge. Und wir sehen sie ab und zu immer wieder, wenn du immer wieder am gleichen Ort gehst, dann siehst du Menschen immer wieder, bauen eine Beziehung zu diesen Menschen auf. Wir haben plötzlich eine Gemeinschaft. Und ja, wir sprechen auch, wir haben, also ich wohne ja in Nähe Aarau, wir haben extrem viel Islamisten, ich weiß nicht, wie es in anderen Orten ist in der Schweiz. Und die glauben ja alle an Allah, also auch an einen Gott. Und die kennen aber auch das hier. Diese hier, fast in- und auswendig. Wieso? Weil sie diese bekämpfen wollen. Also die lernen in der Schule, also in der Bibelschule, wie das bei einer Koranschule heißt es genau, lernen die auch diese Bibel hier, weil sie die bekämpfen wollen. Und ihr Glaube ist, ungefähr 1000 Menschen werden ins Himmelreich kommen, nicht mehr. Ungefähr 1000 Menschen. Auf der ganzen Welt, hä? Also nur 1000, das ist ja nicht mal die ganze Schweiz. Und alle anderen, die kommen in die Hölle, egal was sie tun. Aber die, die ins Himmelreich kommen, das sind die, die zum Beispiel da so Munition anschnallen an ihrem Körper, in die Menge reingehen, in eine große Menge oder in eine Schule und sich selbst in die Luft jagen. Die kommen zu Gott, zu Allah. Die einen anderen erschießen, in den Krieg gehen, die kommen zu Allah. Das ist ihr Glaube, das ist kein Witz. Weil sie haben es mir sogar erzählt, dass das ihr Glaube ist. Es ist nicht nur, weil ich es gelesen habe, sondern sie haben es mir erzählt. Und darum ist ihnen das so egal. Und mir hat sogar einer gesagt, wisst ihr, am Schluss kommt ihr alle auch zu dem Glauben. Der wollte wirklich, also die haben das ganz anders gemacht, die wollten wirklich in dem Gespräch, wo wir mit ihnen hatten, dass wir umkehren zu ihnen. Dass wir ihren Glauben übernehmen. Und dieser Glaube ist nicht die Wahrheit und ist nicht die Liebe, sondern dieser Glaube führt uns genau in dieses Chaos, wo wir jetzt sind. Und umso mehr in diesen Glauben mitgehen. Ich kenne Menschen wie mich, die waren vorher vielleicht reformiert oder katholisch, egal was, die sind jetzt beim Koran, bei Allah und haben Tücher an. Wieso sollen wir uns verstecken? Und trotzdem hat jeder den freien Willen, aber es ist nicht die Wahrheit. Gott wollte nie, dass wir unsere Schönheit, und jeder ist schön, verstecken. Das wollte er nie. Aber Allah steht aber auch nicht im Koran, ist auch falsch, steht nicht da drin. Man kann den Koran so oder so lesen. Aber es steht nicht im Koran, dass die Frauen sich sollen vermummeln und verdecken. Das steht nicht drin. Sie sagen es aber es steht nicht drin. Es steht wirklich nicht drin. Sie nehmen einfach einen Vers daraus und drehen ihn so um, dass es so gemacht soll werden. Damit sie, die Herren, die Macht über die Frauen haben. Und wieso könnte das interessant sein? Ich meine, bei uns war ja auch das Frauenstimmrecht recht lange nicht. Oder die Frauen hatten recht lange nicht den gleichen Stellenwert wie der Mann. Und das ist ja auch aus der Geschichte heraus.
obwohl wir eigentlich Mann und Frau, wir denken anders, ja. Wir haben andere Gehirnhälften und die Frau ist vernetzt, die kann 10 Jahre zurück sagen, aber vor 10 Jahren hast du das gesagt. Sie schmunzelt, das können wir. Das ist der große Unterschied, was die Männer, die haben Boxen, das ist wirklich so, das ist psychologisch. Die Männer haben Boxen, die legen das da in die Box ab und in die, die sind nicht vernetzt da drin, wir sind vernetzt. Und darum müssen wir unbedingt die Frauen unterdrücken, weil wir so gut vernetzt sind da oben. Die Frau ist auch eine Vernetzerin, weltweit. Und das ist der Grund, wieso das so gelaufen ist. Und darum ist es jetzt auch wichtig, dass es geht nicht darum, dass wir, so, wir stehen jetzt auf und wir sind die emanzipierten Frauen. Nein, es geht nicht darum, es geht darum, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen. Aber dass die Männer auch, und das passiert auch, das ist das Schöne, das ist so genial, was ich erleben darf, dass die Männer den Frauen den Raum geben und sie unterstützen und sagen, und sie müssen nicht mal einen Schritt zurückgehen, sondern sie merken, hey, das ist deine Berufung, das ist deine Stärke, go for it. Tu es, ich unterstütze dich. Und um das geht's, mehr nicht. Und umgekehrt machen wir Frauen das ja aber auch. Wir vernetzen uns. Wir vernetzen alles miteinander und das braucht es. Wir können Zusammenhänge innerhalb von kürzester Zeit einfach so abholen. Das kann jede Frau. Man muss nicht studiert haben für das. Wie genial ist das? Beobachtet euch mal, wie schnell ihr Zusammenhänge einfach zusammenbringt. Zack, 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 da ist es. Wahnsinn! Und wenn wir das nicht hätten, wären die Männer nämlich verloren. Es ist so. Sie wären verloren, aber wir Frauen wären ohne Männer auch verloren. Wir brauchen ihre Stütze und dass sie uns den Raum geben, dass wir eigentlich wieder Frauen sein können und die Männer brauchen unsere Stütze, dass die Männer wieder Männer sein dürfen. Sven glaubt schon an, komm, ich mach dir die Tür auf und ich sage, nein, ich kann das selber. Aber eigentlich ist es doch schön, wenn ein Mann die Türe aufmacht oder ein Mann einem die Jacke anzieht, nein, ich kann es selber. Aber das sind so einfache, kleine Gesten der Liebe, Menschenliebe. Ja, ich ziehe dir eine Jacke an, ich helfe dir. Ich gebe dir, es ist ja ein Symbol, ich gebe dir diese Geborgenheit und den Schutz. Unglaublich, ne? Aber nein, wir haben es verloren. Also sogar ich dachte, oh, Blödsinn, ich ziehe meine Jacke selber an. Aber wenn man das mal überlegt, das ist wie ein Schutzmantel, den wir bekommen, in dem der Mann uns das anzieht. Das ist symbolisch gemeint. Das ist nicht, weil der Mann, du kannst nichts, ich mach dir alles. Nein, es geht nicht um das. Aber das ist unglaublich, es sind so kleine Details, wo wir in vielen Situationen in unserem Alltag einfach mal überlegen dürfen, wieso machen wir das so und wieso haben wir es früher so gemacht. Und was wäre, wenn wir das jetzt wieder ändern? Und da frage ich ihn, ich frage nur noch ihn. Vorher hat er mir gesagt, die Apostel hat er auswendig gelernt. 13 sind es, 12 Apostel hat er auswendig gelernt und hat sie mir probiert wiederzugeben und kam dann nicht mehr weiter und habe ich 3, 4, 5 gesagt und er, woher weißt du die? Und ich, keine Ahnung, er hat es gesagt. Und er, ach, ich muss das auswendig lernen und du bekommst es einfach so. Ja, das sind Geschenke, die wir bekommen. Er schenkt mir manchmal einfach Wörter, oder irgendeine Situation, wo ich gerade brauche und wo der Mensch, der vor mir ist, auch gleich braucht. Das macht er, wenn ich in ihm wandle. Und sonst würde gar nichts passieren. Es wäre einfach wieder wie vorher, wie vor dem September. Ich wäre die ganze Zeit immer am Machen und Tun und probieren, etwas zu bewirken, dass wir hier draußen und hier drinnen alle Menschen wieder glücklich sein können. Alle Menschen wieder mit einem Lachen und Strahlen durch die Welt gehen können. Egal was ist. Egal was ist. Dass ich wieder nach draußen gehe, ich meine, das tut mir ja auch gut, wenn ich nach draußen gehe und es lacht mich jemand an, schon am Morgen früh. Da macht es bei mir doch auch schon so.
Oder sag mir einfach ein Hallo. Er muss ja gar keine Freundschaft oder Beziehung mit mir aufbauen, sondern aber es reicht doch nur zu sagen, guten Morgen. Das war bei mir früher noch ganz normal, heute gibt es gar nicht mehr. Lieber nicht sie Hallo sagen, lieber auf den Boden schauen, vorbeischauen, hoffentlich sieht sie mich nicht, so läuft das. Es ist nicht menschlich und so gehen wir alle immer mehr auseinander. Und das ist passiert, weil wir uns von ihm getrennt haben. Aber wenn er dabei ist, dann sehe ich eigentlich nur noch, ich sehe nicht mehr das, ich sehe das Himmelreich hier auf Erden. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt schon im Frieden, nicht weil ich erst sterben muss. Ja, ich bin gestorben, neugeboren. Das bin ich wirklich und werde immer wieder, weil ich immer wieder Neues erlerne und er mir immer wieder Neues gibt. Also werde ich immer wieder mit neuen Dingen von ihm gefüllt und neugeboren. Aber ich bin nicht tot, ich lebe. Und hier draußen sind so viele Menschen, die tot sind, die nicht leben. Die einfach wandeln irgendwie. Ich gehe jetzt halt arbeiten und muss das halt tun und dann am nächsten Tag wieder. Und ich gehe arbeiten für meine Ferien oder für irgendwie, was ich wieder kaufen kann. Ist alles okay. Man darf sich schöne Dinge kaufen und man darf in die Ferien gehen. Ich sage gar nichts dagegen, aber wir machen das alles nur, um irgendwie uns wieder abzulenken von dem Wesentlichen. Ich ertappe mich auch zwischendurch, wenn ich jetzt nicht mehr, wenn ich alleine bin, nehme ich schnell mal das zur Hand, schau mal, was läuft eigentlich hier drin. Telegram, WhatsApp, alles da. Ich mache mal schnell all die Nachrichten, gehe mal so durch und so. Und dann sind schon 2 Stunden vergangen. 2 Stunden oder 1 Stunde an dem. Und was habe ich daraus gelernt? Okay, ich bin jetzt etwas trauriger geworden, da draußen passiert irgendwas, es wird immer schlimmer und wir haben immer noch keine Lösung. Und ja, was soll ich jetzt tun? Und dann bin ich eigentlich schon wieder beim Teufel oder in der Hölle, weil es hat mich wieder runtergezogen. Manchmal merkt man es nicht mal. Und ich habe nichts davon, effektiv nicht. Aber wenn ich bei ihm bin, mit ihm rede und ich merke, ich bin ja gar nicht allein, dann brauche ich das ja auch gar nicht mehr. Ich finde es super, weil ohne das wäre ich jetzt auch nicht hier und ihr auch nicht. Und ohne das hätte ich nicht, oder er, mich hierher geführt und gesagt, schau mal an diesen Kanal, schau mal da rein und schreib mal kurz rein. Weil es hat viele Menschen, die immer noch auf der Suche sind, auch dort drin. Und ich schreibe die Menschen an direkt. Und sie kommen zu mir und ich rede mit ihnen 1 Stunde übers Telefon. Und dann am anderen Tag passieren wieder diese Dinge, dass sie das zur Hand nehmen. Und mir dann eine Nachricht schreiben und sagen, danke Anita, dass du mir das erzählt hast. Jetzt weiß ich, was mein Weg ist und meine Aufgabe, meine Berufung und ich gehe jetzt diesen Weg. Unglaublich. Alles nur über Telegram oder über Sprachnachricht oder mal einmal telefonieren. Eine halbe Stunde Zeit nehmen für diesen Menschen und am Schluss entscheiden sie selbst. Unglaublich. Und sie waren vorher auch im Loch. Im Chaos, im Loch und wussten nicht, woraus. Nicht mehr. Und dann gibt es Menschen, die sind irgendwo in einer Sekte und wurden da reingezogen. Und dann erzähle ich von dieser Bibel, die haben auch eine Bibel. Und dann quatschen wir 2, 3, 4 Mal hin und her, treffen uns. Und dann sagt sie, jetzt will ich mich auch für Jesus interessieren, möchte also nur reden, dann gehe ich wieder, Kaffee getrunken, das ist die schnelle Version, Kaffee getrunken, wir haben über Kräuter und auch noch sonst diese Sachen geredet, weil sie bei uns auf einem Kräutersammelspaziergang war und hat sie mich nochmals über die Bibelsachen gefragt. Ich habe nicht gepusht, nichts, sie hat nur alles selbst erfragt und habe ihr einfach alles erzählt, was ich wusste, ich weiß ja auch nicht alles, er weiß alles. Und das war's. Wir gingen auseinander, ich ließ sie, ich habe nicht gleich wieder geschrieben, wie geht's dir. Und es ging einen Tag und sie hat mir Sprachnachricht gemacht. Ich würde gern mein Leben Jesus übergeben. Ich möchte näher zu Jesus. Wie geht das? Und wir machen ein Übergabegebet, nennt sich das, oder ein Gebet. Ja, du hast ja keine Zeit, nicht? Wir machen das am Telefon. Geht das? Und ich, ja, geht. Haben wir gemacht und jetzt ist sie eigentlich auch befreit. Sie ist frei und sie geht
ihren Weg. Und sie hat gesagt, ich will nicht nach draußen gehen und das allen Menschen erzählen. Ich will das nicht, wie du das machst. Du bist so mutig und so. Also musst du nicht, vergiss es. Du musst nicht das Gleiche machen. Ich, ja, aber weißt du, es steht doch da drin. Ich, nein, du hast den freien Willen. Du kannst immer noch selbst entscheiden, ob du das tun willst oder nicht. Du machst es vielleicht auf deine eigene Art, auf eine andere Art. Du triffst vielleicht einfach so Menschen, ohne dass du rausgehen musst. Du triffst sie und sprichst mit ihnen und erzählst von ihm. Du machst es einfach. Aber du musst es nicht gleich machen, weil, nein, wir sind ja nicht alle gleich. Jeder ist einzigartig, das gilt immer noch. Jeder ist einzigartig und das ist das Schöne daran. Wir sind kunterbunt, wie ein bunter Blumenstrauß. Die ganze Menschheit ist wie ein bunter Blumenstrauß. Jede Blume ist einzigartig, wenn man sie von nahe betrachtet. Und so sind wir alle. Also wir können so viel bewirken durch ihn. Wir sind alle, und das war für mich auch nicht bewusst und klar, wir sind alle in Sünde geboren. Schon wenn wir hier drin sind, haben wir schon gesündigt. Weil die liebe Geschichte Adam und Eva, denke ich, kennt jeder. Ich fand die irgendwie noch süß als Kind, aber mir war gar nicht bewusst, wie tief die Geschichte ist und was eigentlich mit dieser Frucht, mit diesem Apfel geschehen ist und wieso und wer sie verführt hat, diesen Apfel zu essen. Ich dachte, Apfel, ich liebe Äpfel. Also ich fand es gar nicht so schlimm, diese Geschichte, sondern schön, okay, ich würde auch den Apfel essen. Aber ich wusste ja gar nicht, dass sie ein Paradies hatten, dass sie alles hatten, nur diesen Baum nicht. Dass sie von diesem Baum der Erkenntnis nicht essen sollten. Ich wusste nicht mal, dass das der Baum der Erkenntnis ist. Und das wurde mir alles danach erst klar, wo ich mich da reingelesen habe, reingehört habe. Es gibt ja ganz viele, auch gute YouTubes, oder auch hier drin liest man ganz viel darüber. Und plötzlich merkt man, was wirklich die Wahrheit da drin ist. Und es ging ja nur um diesen Apfel vom Baum der Erkenntnis. Und die Symbolik ist die Schlange, die sie dazu verführt hat. Wenn ihr von dem isst, seid ihr besser als Gott, als euer Schöpfer. Dann könnt ihr mehr und habt mehr Macht und mehr Kraft als euer Schöpfer. Und ich habe vorher doch vom Satan erzählt. Und genau Satan ist ja der, der sagt, ich habe mehr Macht und mehr Kraft als der Schöpfer. Hat er aber nicht, er hat alles nur kopiert. Er hat keine Chance. Er hat 0,0 Chancen, uns irgendwie runterzukriegen, wenn wir an Gott glauben und mit ihm gehen. Aber sonst hat er die Chance, er hat sie immer wieder, er greift mich auch immer wieder an. Bei mir ist nicht alles vorbei, was ich vorher hatte. Er greift mich immer wieder an. Und wenn ich es aber erkenne, das ist Satan, und ich sage, naja, jetzt geht es mir halt nicht so gut, jetzt habe ich halt Angst oder jetzt habe ich halt das, ich lasse es sein, dann hat er gewonnen, dann hat der Feind gewonnen. Und wenn ich sage, nein, ich breche das Ganze, ich breche es jetzt in Jesu Name, dann habe ich gewonnen und Jesus und nicht der Feind. Und das ist die Essenz dieser Geschichte, die ist so cool. Und wir haben durch das, weil wir ja von ihm, weil wir ja eigentlich die Nachkommen sind von ihnen, von Adam und Eva, sind wir alle Sünder und jetzt tragen wir das so wie dieser Rucksack hier. Wir tragen das, der ist ganz schwer, also der ist wirklich schwer. Das ist kein Witz, das ist nicht nur eine Symbolik, das ist wirklich schwer. Wow. Also wir tragen den unser ganzes Leben mit und all die Sünden sind da drin und wir machen immer mehr Sünden, indem wir schlecht über andere Menschen reden oder denken oder vielleicht haben wir schon mal aus Versehen was geklaut, weil man da so Mutproben gemacht hat als Kind oder was auch immer. Aber wir tragen das alles mit. Und wir denken, irgendwie können wir das schon loswerden und tun und machen und probieren Dinge aus und das ist immer bei uns. Und wir schaffen es nicht, alleine das loszuwerden. Aber wenn ich es Jesus vor die Füße lege, all meine Sünden, dann bin ich sie los. Das ist unglaublich, weil er vergibt mir, egal was ich getan habe. Er vergibt sogar solchen, die andere Menschen umgebracht haben, wenn sie zu ihm umkehren, wenn sie Ja sagen zu ihm. Er vergibt ihnen.
Und dann sind sie frei. Er vergibt auch Menschen, die anderen Menschen Drogen verkauft haben. Er vergibt auch denen und dann sind sie frei. Und es ist so einfach, man kann das überall tun, man kann einfach ihn um Vergebung beten und alles, was einem durch den Kopf geht, was man denkt, dass das nicht gut war, was man gemacht hat, sagt man einfach laut aus und legt es einfach so nieder und ist weg. Wahnsinn. Und früher habe ich immer gedacht, also vorher im anderen, ich bin ja jetzt neu geboren, ich trage da immer ein Karma mit. Also jedes Mal, wenn wir irgendwo hingegangen sind, etwas Schönes miteinander tun wollten, hatte ich einfach Schmerzen oder körperliche Probleme. Also es war nachdem, wir hatten einen Autounfall zusammen, einen schweren, also es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben. Dazu mal habe ich gesagt, es war irgendein Wesen, das mich da rausgeholt hat und wieder zurückgeholt hat. Nein, es war Gott. Es war nicht ein Wesen, es war Gott, der geschaut hat, dass wir in diesem Unfall nicht sterben. Das war er. Und ich hatte immer wieder diese Kopfschmerzen. Und immer dann, wenn wir etwas Wunderschönes gemeinsam, mein Mann und ich, tun wollten, hatte ich so starke Kopfschmerzen. Wir waren in einem Hotel, wir haben das Geschenk bekommen, wir konnten das nicht mal genießen. Er schon, er auch nicht, er musste alleine unten essen. Ich lag oben im Bett mit Kopfschmerzen. Jedes Mal, das war der Feind. Das wusste ich aber dazu mal nicht. Jetzt weiß ich es. Und wenn er wiederkommt, weiß ich auch, was ich sagen kann. Und er wird nicht wiederkommen, er hat keine Chance mehr. Er hat keine Chance mehr, uns irgendwie, er wollte uns immer auseinanderbringen, immer. Immer, es ist kein Witz. Unsere Geschichte ist wirklich so, er wollte uns beide immer auseinanderbringen. Er wollte nicht, dass wir zusammenbleiben. Darum auch der Unfall. Darum auch das Ganze, wo wir geheiratet haben. Wir haben nicht kirchlich geheiratet, wir sind beide aus der Kirche ausgestiegen vorher. Wir haben nicht kirchlich geheiratet. Wir haben aber geheiratet. Wir haben Ja gesagt zueinander. Und da war Gott dabei, weil wir hatten da so viel Widerstand von außen, von allen. Und wir beide haben gesagt, nein, wir gehören zusammen. Also wenn ihr in gewissen Lebenssituationen zurückschaut, seht ihr vielleicht auch gewisse Dinge, wo der Feind euch immer wieder einen Fuß voran gestellt hat, dass ihr umfällt. Und er macht das immer wieder, er macht das auch jetzt noch. Also das Leben ist nicht wie auf dem Ponyhof, wenn man sich entschieden hat, mit Jesus zu gehen. Es ist nicht, alles ist jetzt super, alles ist toll, die Welt ist jetzt toll. Nein, es ist nicht. Aber hier drin schon. Hier drin bin ich im Frieden, in der Freude und in der Kraft. Mit ihm. Und es wird leichter, aber ich darf auch was tun, im Glauben, im Zuhören. Das war's. Aber es ist kein Krampf, es ist kein Verlust an irgendwelchen Energien, es ist kein Chaos mehr, es ist einfach der, der mich führt und leitet. Und darum haben wir auch die Verbindung zu ihm verloren, weil wir dachten, dass alles andere, ob es jetzt etwas Materielles ist oder was auch immer, eigentlich uns glücklich macht. Und dann suchen so viele immer noch nach Glück, nach dem Frieden, nach der Ruhe. Und sie kommt einfach nie, aber bei ihm ist sie. Und wenn ich bei ihm und mit ihm bin, dann bin ich einfach nur noch in der Ruhe. Und ich habe keine Ahnung, was er mit uns allen noch vorhat, aber was ich weiß, egal was irgendein Mensch irgendwann sich selbst oder irgendeinem anderen sogar angetan hat, egal, so egal, er liebt euch. Er liebt euch, bevor ihr überhaupt hierher gekommen seid, bevor ihr überhaupt hier aus dem Mutterbauch gekommen seid. Er hat euch dann schon geliebt und er liebt euch immer, egal was ihr tut. Und das ist bedingungslose Liebe. Und die durfte ich spüren und darf immer noch spüren, die ist in mir drin, das ist wie ein Feuer. Es ist zuerst war es so eine Flamme. Wenn ihr das Zündholz anzündet oder diesen Feuerlöscher, wollte ich sagen, genau, Feueranzünder anzünden,
Dann kommt so eine kleine Flamme. Zuerst war sie so. Und jetzt ist sie riesig und sie wird immer größer. Es ist ein Feuer in mir drin, das einfach immer mehr und mehr wächst. Und das macht er, weil er mir den Weg zeigt. Und das kann jeder von euch, jeder, egal. Ich meine, ich bin erst seit letztem Jahr im September auf diesem Weg. Und ich bin im Januar, oder vielleicht sogar Dezember, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich bin extrem früh einfach rausgegangen, auf die Menschen zugegangen, habe sie angesprochen. Und ich habe da drin vielleicht eine Stunde schon gelesen, dazu mal. Jetzt schon mehr. Aber ich wusste aus dem noch nicht viel, dachte, ich weiß ja noch nicht viel, dann gehe jetzt einfach auf die Menschen zu und verkünde die frohe Botschaft. Also muss ich zuerst ganz viel lernen und lesen, damit ich überhaupt nach draußen gehen kann, um den Menschen zu erzählen, was die frohe Botschaft ist. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht, er hilft mir. Muss ich nicht. Und auch wenn ich nicht alles weiß und nicht alles beantworten kann, das macht ja gar nichts, dann sage ich, ich weiß es einfach nicht, ich kann nachschauen. Wir können das später wieder besprechen. Ich darf mich da drin noch informieren. Völlig egal. Aber wenn ich nicht nach draußen gehe, einen Tag, ohne dass ich jemanden von ihm erzählt habe, das ist einfach kein schöner Tag. Oder wenigstens mal in der Ruhe gewesen bin, nur mit ihm. Das mache ich auch. In der Stille. Ich bin mit ihm in der Stille und spreche mit ihm. Das mache ich auch. Gehe spazieren mit ihm. Ich bewege mich sehr gerne, habt ihr sicher schon gemerkt, dann bewege ich mich immer. Ich gehe mit ihm spazieren und quatsche mit ihm im Wald, ja. Ja, dann kommen Menschen entgegen und denken, was machen die? Die redet ja immer. Die hat ja keinen Hund, nichts und redet immer. Ja, ich quatsch mit ihm. Das fällt auf, irgendwann fragen sie, mit wem redest du eigentlich? Oder keine Ahnung, aber egal, das ist egal. Aber ich rede mit ihm laut, nicht leise. Weil er es verdient hat, weil er uns gerettet hat. Und wenn Jesus am Kreuz nicht gestorben wäre, hätten wir unsere Sünden nie abgeben können. Weil Satan dachte dazu mal, yes, jetzt habe ich ihn. Er stirbt am Kreuz, ich bin ihn los. Weil das wollte er ja. Er will diese Welt regieren. Und also jetzt bin ich ihn los. Yes, ich bin ihn los. Jetzt stirbt er am Kreuz. Und wir lassen den ganzen, also das ist ja nicht nur, das ist so viel Schmerz sein, was die alles mit ihm davor gemacht haben. Und dann ist er gestorben. Und jetzt muss ich kurz, weil ich weiß es nicht genau so mit den Tagen, weil ich möchte es euch doch irgendwann wissen. Ah, da, genau. Und 3 Tage später, genau war es, ist er... ja, ist er wieder auferstanden. War blöd für Satan, weil er hatte ja schon ein Freudenfest. Und dann ist er auferstanden. Und danach, 40 Tage später, ist er in den Himmel gegangen, Jesus. Also er ist noch 40 Tage hier mit seinen Jüngern gewesen und hat die weiter geschult und gelehrt. Da gab es noch nicht das Buch hier. Die wurden gelehrt von ihm. Nach 40 Tagen ist er in den Himmel gegangen. Und da sagt er, jetzt geht er. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt kann ich hier wieder auf dieser Erde regieren. Jetzt ist er weg. 10 Tage später kam der Heilige Geist auf diese Jünger, die er gelehrt hatte, in sie rein. Und dank dem Heiligen Geist kann Satan nicht einfach so sein Ding tun, was er tun will. Und der Heilige Geist ist in jedem von uns. Und darum gibt es diese Gott, Jesus und der Heilige Geist. Triologie, Trinität, hört man immer wieder. Gibt sogar im Film Die Matrix. Es gibt so viele Filme, wo man sieht, was Satan kopiert. Das ist unglaublich. So viele Dinge kopiert er. Oder das Handy. Da ist doch ein Apfel hier hinten drauf. Oder? Das kennt sicher jeder. Und wie sieht der aus? Der Apfel. Aha. Angewissen. Spannend, oder? Ich habe euch doch die Geschichte vom Apfel erzählt. Sehr interessant. Hm?
Ja, und dank dem Heiligen Geist, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Heilung, kann jeder von euch heilen. Glaubt irgendjemand von euch daran, dass ihr das nicht könnt? Niemand, oder? Wow. Jeder von euch kann Kranke heilen. Egal, ob es Depression ist, Herzschmerz, Fußschmerzen, Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen, Arthrose, ADHS, was haben wir noch alles? Ischias, dann Hüftprobleme, Kopfschmerzen, Migräne und auch Krebs, irgendwelche Lymphe oder ich weiß nur auf Englisch, Thyroid, Schilddrüsenprobleme, danke schön. Schilddrüsenprobleme können geheilt werden. Er ist der einzige Gott und Vater, der weiß, wie Heilung geht. Er ist der Arzt, er ist der Tröster, er ist der Retter, er ist der Befreier und er ist der Friedenfürst und noch viel mehr. Alles in einer Person oder Mensch, in der geistigen Welt, im Himmelreich. Und was wäre, wenn alle von euch jetzt ihr nach Hause geht und mit dieser frohen Botschaft weiterlebt und das sogar weitererzählt, einfach so, weil es einfach so passiert, und noch mehr Menschen das weitererzählen? Was wäre, wenn das Himmelreich auf Erden kommt? Kann jeder von euch selber ein Bild machen? Jeder von euch selber. Also das ist unglaublich. Was wäre, wenn wir mehr das Himmelreich leben als das Erdreich? Wenn wir mehr nach oben schauen und hören, als das, was hier unten gesagt wird von den Menschen, das, was die Menschen uns sagen. Es gibt so viele falsche Propheten hier draußen. Es gibt so viele Falsche, die irgendwas sagen, was kommen wird. Und es kommt nicht. Morgen, ja. Übermorgen, ja. Ja, ja, jetzt ist es gekommen. Und es kommt nicht. Und es steht hier drin, dass das so ist. Dass so viele falsche Propheten kommen werden. So viele Falsche werden sich Christus und Jesus ernennen. Es gibt solche da draußen. Ich möchte keinen Namen benennen. Weil ich bin nicht der Richter. Richten tut er. Das ist auch das Schöne. Ich muss nicht richten. Ich muss mir keine Gedanken machen, weil das habe ich vorher auch gemacht. Vielleicht geht es euch manchmal auch so. Wenn jemand unfreundlich oder nicht freundlich zu jemand anderem war oder sogar zu mir, dann hat das mich genervt. Dann habe ich gesagt, aber das muss man doch dem sagen, wie er mit anderen Menschen umgeht. Nein, muss ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber da waren die vielen Gedanken. Wie kann ich dem unterstützen, dass er das nicht mehr macht? Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Das macht er. Das ist unglaublich. Das macht er. Er wird am Schluss richten. Wenn ich vor seiner Tür klopfe, hoffe ich, dass er mich erkannt. Ich hoffe es jetzt und ich glaube aber auch. Darum habe ich eine Beziehung zu ihm. Aber er erkennt nur die, die wirklich eine Beziehung zu ihm haben. Alle anderen sagt er, kenne ich dich? Wer bist du? Denen öffnet er die Türe nicht. Und es ist ziemlich hart, es steht wirklich so in dieser Bibel drin, also jetzt nicht Wort für Wort. Und es ist ziemlich krass, wenn man das liest, es tut manchmal ziemlich weh. Weil hier drin steht effektiv die Wahrheit und die Wahrheit, die tut weh. Die tut wirklich weh. Auch mir. Aber es ist so krass, wenn man das weiß und genau weiß, was passiert und sagt, nein, ich gehe den Weg mit dir, immer wieder, auch egal, was der Feind mir sagt, ich gehe den Weg mit dir. Und er wird uns die Hand ausstrecken und die Hand geben. Er wird uns nie fallen lassen, niemals.
Das hat er mit uns schon nicht gemacht, obwohl wir noch keine Beziehung zu ihm hatten. Er hat uns immer wieder gerettet, in so vielen Situationen. Wir wussten nur nicht, wer es war. Wir dachten nur immer, es war Glück. Und ich dachte dann zwischendurch, es war ein anderes Wesen, gell? Aber was es war, wusste ich nicht. Aber alles, was wir erlebt haben, habe ich hier drin wieder gelesen und wusste dann, er hat es gemacht. Und er will niemanden verlieren, niemanden, effektiv nicht. Und wenn wir mit ihm leben, macht er uns jung und gesund. Wir werden immer jünger. Weil jedes Mal, wenn ich wieder was Neues von ihm bekomme, werde ich wieder neu geboren. Ich werde immer wieder neu geboren. Wir werden immer jünger. Früher haben die Menschen viel länger gelebt. Aber sie hatten auch Verfolgung. Sie wurden dazu mal schon verfolgt. Das steht auch hier drin. Das ist unglaublich. Ich dachte, ja, wieso lehnen Menschen das überhaupt ab, diese frohe Botschaft? Ich verstehe das nicht. Aber wenn man da drin liest, versteht man es. Das war früher schon so. Darum egal, ob mich jemand mag oder anerkennt, was ich sage, oder ob ich irgendwann wieder, was ich ja schon hatte, von den Medien wieder verfolgt werde. Ich kenne das ja jetzt schon mit dem vorherigen Thema. Mir völlig egal. Dann kann ich effektiv sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Weil sie verfolgen mich. Weil sie wollen das ja nicht. Satan will das nicht. Satan will nicht, dass ich eine Beziehung zu ihm habe, glücklich bin, gesund bin und voller Liebe leben kann. Das will er nicht. Und alle Menschen lieben kann, egal was sie getan haben. Das will er nicht. Aber Gott will das. Ja, Satan will das nicht. Aber Gott will das. Lass es mal. Gibt es irgendjemand, der gerade Schmerzen hat? Ja? Sonst noch jemand? Warte noch. Sonst noch jemand? Du? Gut. Du auch? Gut. Wie viel so von 0 bis 10 ist der Schmerzpegel jetzt? Also 10 ist das Höchste und 0 ist nichts. 3, gut. 7, 8. 8. Ja, bei dir? Und bei dir? Keine, gell? Ja, Schätze. Ja. Ich habe vorher erzählt, ihr könnt alle heilen. Und ich habe vorher, niemand hat gesagt, ich glaube das nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Und dann machen wir es dann noch 1:1. Aber wir machen jetzt Folgendes. Jeder legt dem anderen die Hand auf die Schulter. Wenn es geht. Genau. Und ihr spricht mir nach. Im Namen Jesus. Jede Krankheit und jeder Schmerz und auch jeder Herzschmerz, Schmerzen im Knie, Schmerzen im Nacken, Schmerzen in der Verdauung oder im Verdauungsbereich, Schmerzen in den Handgelenken. Und alle Schmerzen, die jetzt auf dem Körper sind und uns stören und nicht für uns da sein sollen. Gehen jetzt weg in Jesu Name. Amen. Genau, Amen. Amen. Ja, gut gemacht. Super.
check mal kurz. Super. Okay, machen wir noch. Bringen wir noch weg. Drei. Du bist vorhin bei drei gewesen, gell? Ja, bringen wir auch noch mal. Wir machen noch mal. Dann machen wir den eins. In Jesu Namen. Schmerzen gehen jetzt weg in jedem Körperteil. In jedem Muskel. In Jesu Namen. Auch Schmerzen, die mental sind, gehen jetzt weg in Jesu Namen. Augen werden jetzt wieder gesehen und geöffnet. Es gibt Heilung und Befreiung im Herz. Und alle Dämonen verschwinden jetzt aus dem Körper. Gelenkverbindungen werden jetzt geheilt. Rückenschmerzen gehen jetzt weg. Schulterschmerzen gehen jetzt weg in Jesu Namen. Und alle Krankheiten, die wir nicht wissen und nicht können, gehen jetzt weg in Jesu Namen. Ohren werden geöffnet in Jesu Namen. Und Heilung ist jetzt vollkommen und verbracht. Vollbracht in deinem Namen, Jesus. Danke, Jesus. Wir müssen nicht mehr nachreden. Danke, Jesus, dass du da in deiner Gegenwart bist. Danke, Jesus, dass du für uns da bist. Danke, Jesus, dass du für uns da hast. Danke, Jesus, dass wir vor dir treten dürfen. Danke, Jesus, wir loben dich für deine Liebe und wir lieben dich. Und du liebst uns in Jesu Namen. Amen. Check machen. Also, wir tun nicht mehr. Jetzt ist das. Ach, schon mal gut bei dir. Schon besser bei dir? Bringen wir noch weg. Bei dir besser? Was hast du gehabt? Aha. Und was war es etwa? Ja, jetzt ist okay. Super. Ich möchte euch, wir können nachher der vielleicht du. Machen wir es nachher in Ruhe, ist gut, aber einzeln. Ich möchte euch nur kurz von meiner Erfahrung, die ich durfte machen mit ihm bezüglich körperlichen Schmerzen. Er heilt manchmal sofort, so, und manchmal nicht. Und das war ja die Frage, die ich am Pastor gestellt habe, wieso dass er nicht immer heilt. Und das ist ja so, es ist ein Prozess. Es ist in allem ein Prozess. Das heisst nicht, dass er einmal, ich habe gefunden, okay, wieso nimmt er mir die Schmerzen nicht gerade weg? Ich mache nicht mehr, nehme sie weg. Und wenn du sie wegnimmst, hey, dann bin ich on fire, hey, da gehe ich raus. Dann habe ich eine Bedingung aufgestellt. Ich habe wirklich intuitiv und so, das sollte man eigentlich nicht. Also ich habe fast angefangen zu testen. Fast. Also ich sollte ihm nicht eine Bedingung geben, damit, wenn du mich heilst, dann gehe ich raus. Aber das war da im Kopf. Ich wollte sie nicht aufstellen, aber sie war da im Kopf. Ich habe gesagt, wenn du mich heilst, dann stehe ich her und rede von den Leuten. Wenn du mich heilst, dann kann ich ja noch lange warten. Es ist eine Bedingung. Also das ist ein Blödsinn. Weil dann liebe ich ihn am Schluss mit einer Bedingung. Also es ist eine Bedingung angeknüpft.
Das ist der Find, der das gemacht hat. Und ich habe gemerkt, ich bin auch noch nicht Vollkommenheit, körperlich. Aber ich weiß etwas. Und das ist so genial. Ich weiß, dass er heilt. Und ich weiß, er wird mich heilen. Aber halt noch nicht. Aber er heilt mich. Und ich merke das in meinem ganzen Körper, dass er mich heilt. Er hat ja schon das Kopf weggenommen. Das macht er. Und das macht er immer wieder, wenn es wieder mal kommt. Er macht es, er nimmt mir das Nacken weh weg. Hat er auch schon geschafft. Habe ich vorher nie geschafft. Habe ich eine Massage müssen und dann ist weg oder auch nicht. Was auch immer. Aber ich weiß, er heilt. Auch wenn ich noch nicht vollkommen geheilt bin. Und es ist genau da, nicht zurückzuschauen und zu sagen, okay, es hat ja noch nie geklappt, bei mir klappt es auch nie. Also so habe ich gedacht. Sondern wirklich schon in dafür loben und preisen, dass er mich geheilt hat. Und das mache ich jeden Tag. Jeden Tag danke ich ihm, dass er mich geheilt hat. Ununterbrochen. Immer wieder sage ich ihm das am Morgen, zu Abend und wenn es mir in den Sinn kommt. Ich danke ihm immer wieder, dass er mich geheilt hat. Und ich merke jetzt von Tag zu Tag, meine Schmerzen werden weniger. Sie werden weniger. Und manchmal heilt er sofort. Und manchmal heilt er erst 3 Tage später. Und manchmal erst 3 Monate später. Und manchmal erst 6 Monate später. Oder erst 3 Jahre später. Oder erst 7 Jahre später. Aber er heilt. Und nicht, weil wir ihm eine Bedingung geben. Also ganz wichtig zu wissen, und das ist so wichtig, das war für mich so der springende Punkt, weil ich wusste, ich gehe nicht mehr weg von ihm. Das war nicht. Ich habe nicht gesagt, okay, wenn du mich nicht heilst, dann glaube ich nicht an dich. Das war nicht. Für mich war es ganz klar, hey, du hast mir schon so viel Frieden gegeben. Das hat mir schon gelangt. Das hat mir schon gelangt. Und klar haben gesagt, hey, nimm mir den Schmerz weg, ich halte es nicht mehr aus. Aber du hast mir Frieden gegeben in dem Sinne. Ich habe Frieden in dem Sinne, was noch ist. Und es hat für mich schon so viel Kraft gegeben. Ich wusste, nein, ich lasse dich nicht mehr los. Ich habe Hunger nach dir. Ich habe mal den ganzen Tag nichts essen, weil ich habe Hunger nach ihm. Und wenn ich Hunger bekomme, fange ich hier an zu lesen und dann habe ich keinen Hunger mehr. Weil dann werde ich wieder gesättigt. Und das ist kein Witz. Ich werde hier drinnen gesättigt. Hier drin. Können wir ausprobieren, mal einen Tag nichts essen oder 2 oder 3 Tage innen, dann kommen wir Hunger über und merken, eigentlich bin ich süchtig nach Essen. Das ist krass, oder? Oder wie Zucker. Also ich habe einfach gerne Schoki. Nicht mehr. Und es ist ja nicht schlimm. Also es ist ja nicht so, dass ich schauen müsste oder so, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe mich das Kopf überkommen, wegen dem Süßen, wegen dem Schoki. Und dann habe ich einfach eine 30-Tage-Zucker-Challenge gestartet, so ganz spontan gefunden. Anstatt allein, fragst du mal in meinem Kanal, in meinem Telegram-Kanal, wer macht mit. Und dann doch ein paar gesagt, mach auch mit. Und durch das, dass noch andere mitgemacht haben, habe ich es sehr schmal geschafft, wirklich schon nach dem 3. Tag nicht wieder Schoki holen wollen. Weil ich habe es ja geleitet, ich habe das angeleitet. Du darfst nicht die es leitet, jetzt sagen, oh, sorry, ich bin rausgefallen. Und das ist noch ein bisschen trickier, weil es hat so viel Zucker überall drin. Also da geht man dann anders posten. Ah nein, das kann nicht essen, es hat Zucker drin. Also man merkt dann plötzlich, man nimmt nur noch das Frische. Nur noch frisch, nicht mehr verpackt. Oder? Und so habe ich die anderen, die mitgemacht haben, durchgeführt. Und so habe ich gemerkt, am 3. Tag, das ist immer so der 3. Tag, ist immer das Schlimmste. Und dann kommt man so über den 3. Tag und dann geht es eigentlich immer einfacher. Aber der Körper macht etwas mit einem. Und es hat so gut getan. Und ja, ich habe zwischendurch wieder mal so ein Biberli gegessen, aber ich gehe wieder weg, ich möchte eigentlich ganz rauskommen aus dem. Wenn ich einmal etwas verpackt ist, ist es ein bisschen drin, macht nichts. Aber einfach von dem Zucker wegkommen, das macht oben, es tut mir da oben gar nicht gut. Das ist so krass. Es tut dem da oben nicht gut. Ich bin viel freier, wacher, heller, weniger Schlaf, keine Ahnung. Es ist so genial. In so Kleinigkeiten steht aber nicht in der Bibel. Es steht in der Bibel Fasten, ja. Aber es passt, oder? Fasten. Einfach mal ohne irgendetwas sein, was wir uns hineinschaufeln. Sei es Fernsehen schauen. Da drauf schauen. Oder das mal alles einfach weglassen. Und mal schauen, was so passiert. Das ist auch Fasten. Handyfasten, Medienfasten, das ist auch etwas. Oder? Haben wir früher nicht gebraucht, aber heute brauchen wir es öfters. Und darum meine ich, er heilt. Weil ich habe Heilung bis so viele Menschen schon erlebt. Und ich bin noch nicht so lange auf dem unterwegs. Aber echt, ich habe so viele Menschen schon erlebt.
Und ja, manchmal erlebt man auch, dass es nur eine kleine Veränderung gibt oder noch keine. Oder jemand, der hat wirklich Muskelprobleme an den Beinen gehabt, oder? Weißt du, der doch so gelaufen ist an den Stöcken, so, oder? Irgendwie Muskelproblem und ja, der Arzt kann nicht viel machen und er ist wirklich mit Schmerzen gelaufen und wir sind zu einem Herren. Er hat gefragt, ob wir beten dürfen, haben wir gebetet und er ist wieder gelaufen. Er hat gesagt, ja, jetzt geht es schon besser, tut nicht mehr so weh. Dann haben wir nochmal gebetet, wir haben zweimal gebetet und er hat gesagt, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Also er konnte nicht schon laufen, da nicht, aber er hatte keine Schmerzen mehr. Und er war so dankbar, dass er die Tränen in den Augen hatte. Ein Mann hatte Tränen in den Augen. So schön, oder? Und das kann jeder von euch. Gibt es jetzt immer noch jemanden? Gibt niemand mehr, der nicht daran glaubt, dass er da nicht kann, oder? Niemand von euch. Also wenn ihr jemanden seht und nicht den Mut habt, dann sagt ihm, gib mir besser guten Mut, Jesus. Bricht die Angst in mir. Ich sehe da jemanden im Rollstuhl. Ich möchte für den beten und zu dem hergehen. Bricht die Angst, dass ich zu dem hergehen kann und beten. Und dann machen wir es. So ist mir passiert, ich gehe nicht zu jemandem und beten, der im Rollstuhl sitzt. Nein, das mache ich doch nicht. Und dann hatte ich auch Angst. Dann habe ich genau da gesagt, und dann bin ich zu dem Herrn, der im Rollstuhl gesessen ist, bin dann hin nachgerannt, weil sie sind gerade im Shop rein. Und ich bin hinten nachgerannt. Und dann habe ich gefragt, darf ich für euch beten? Und sie hat zuerst so, nein. Aber sie hat gesagt, nein, nicht da drinnen. Nicht da in dieser, es war ein bisschen eng, nein, nicht da drinnen. Und dann sind sie rausgekommen und ich habe für beide gebetet. Und sie haben so gut getan. Und ein Gebet ist so kraftvoll. Ich kann mir einfach denken, ja, es sind nur Worte. Aber aus dem sind wir entstanden. Ja, genau. Das heisst. Ja, das habe ich so oft gesagt an meinen Kursen, die ich gegeben habe. Am Anfang war das Wort. Ich habe nur dann noch nicht gewusst, was es wirklich bedeutet. Aber jetzt weiss ich es. Jetzt weiss ich, was ein Wort kann bedeuten und was ein Wort bewirkt. Also wenn ihr irgendetwas habt, irgendeine Situation, ihr könnt Hilfe holen, ja, müsst aber nicht, aber ihr könnt selber für euch aussprechen. Das ist unglaublich. Egal wo ihr seid von niemandem und von nichts abhängig. Ihr seid vollkommen frei. Und ihr könnt selber für euch aussprechen. Und manchmal wäre ihr vielleicht froh, jemand betet für euch. Ich bitte es auch immer wieder. Und ich habe immer wieder, ich habe Gebetsteam in mir im Hintergrund, effektiv, ja, habe ich. Und ich glaube noch an Jesus, seine Helfer helfen mir auch noch gerade mit, das sind die Engel. Aber die bete ich nicht an, aber das sind die Helfer. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas passiert, haben die da oben das Fest. Der feiert da oben. Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn irgendetwas, ein Schmerz weniger wird oder irgendetwas passiert, oder jemand, jetzt bin ich auf Schweizerdeutsch umgeswitcht, Entschuldigung. Also wenn irgendjemand Ja zu Jesus sagt, dann... Ja? Ah, ist nicht mehr da. Ah, cool, dann kann ich ja Schweizerdeutsch. Wenn das irgend... Oh, jetzt bin ich daraus gefallen, macht auch nichts. Ja, genau. Wenn irgendjemand geheilt wird, aber auch geheilt wird oder ja zu Jesus sagt, feiern die da oben. Und das ist eine riesen Party. Die ist echt cool. Die ist unglaublich. Also die ist überirdisch. So Partys können wir da unten gar nicht feiern. Keine Chance. Echt nicht. Die ist wirklich überirdisch. Und die brauchen nichts dafür. Die können, zack, die feiern einfach. Unglaublich. Und das ist die Wahrheit. Das ist kein Witz. Die feiern da oben. Oder in der Nacht denkt man nämlich so, okay, gehen wir gehen, was ist eigentlich für Zeit, mögen wir noch? Oh ja, also kann ich jetzt mal. In der Nacht zum Beispiel, ich habe noch so viel, es gibt noch so viele schöne Sachen. In der Nacht gehen ihr alle schlafen, ihr legt euch Kopf ins Kopfkissen oder ohne Kopfkissen, ist ja egal. Und dann schlaft sie, oder denkt man. Was wäre, wenn ihr am Abend sagt, Gott, mach du die Nacht mit mir, was du willst. Schenk du mir die Nacht an, was ich wieder für morgen und für einen neuen Tag brauche. Also für mich hört bei mir da oben nicht auf, wenn ich ins Bett gehe,
sondern einen Tag fängt eigentlich dort an. Weil dann ist mein Körper in der Ruhe. Ist das Hirn da? Sollte eigentlich. Wenn man noch denkt, dann schläft man ja nicht. Aber ist das da oben, der Verstand, in der Ruhe? Und dann kann er mit mir so viel machen und so viel geben, wie er sonst durch den Tag nicht kann. Er kann mich neu machen. Er kann so viel in mir machen, wenn ich darum bitte. Und das ist das, was ich jeden Abend darum bitte. Jeden Abend. Und ich weiss nie, was am anderen Tag kommt. Es ist so spannend, wenn ich am anderen Tag erwache, kommt nicht der erste Gedanke mit der To-Do-Liste. Der erste Gedanke ist bei ihm. Und vorher war der erste Gedanke bei der To-Do-Liste. Und dann habe ich gedacht, ja, ich würde jetzt doch lieber zuerst rausgehen, joggen oder laufen oder das machen. Aber nein, ich habe ja die grosse To-Do-Liste. So hat mein Tag angefangen. Riesenstress. Oh, ich sollte noch, muss noch, wie bringe ich das alles durch? So hat der Tag angefangen. Und jetzt fängt er so an. Ich denke an ihn. Völlig chillig an. Aber es heisst nicht, dass ich an der Ruhe bin und nicht aufstehen, sondern er fängt wirklich an. Ich denke an ihn, dann stehe ich auf und dann geht es weiter. Denke weiter an ihn, fragen und es läuft einfach. Und ja, ich habe ja noch meine To-Do-Liste, aber die geht viel schneller. Er hilft mir, das ist nicht normal. Und zum Beispiel Buchhaltung. Wer macht gerne Buchhaltung? Hallo, hör auf. Ja. Und das ist super, oder? Ich mache sie, weil er sie nicht gerne macht. So haben wir uns aufgeteilt. Aber ich habe es gerne, wie du sicher auch in der Buchhaltung, es sollte doch stimmen und korrekt sein, oder? Gell? Genau, sehe ich auch so, oder? Also da können wir uns nicht irgendwie Fehler erlauben, oder? In der Buchhaltung, das muss wirklich korrekt sein. Und da braucht es Konzentration, oder? Seht ihr auch so. Auch wenn wir es schon 100 Mal gemacht haben, muss sich gleich immer wieder konzentrieren. Und dann habe ich ihn wirklich mal darum bitten, weil ich finde das so anstrengend, sich so fokussiert auf 1,8 zu bleiben, weil ich kann ja da schauen. Und ich habe ihn darum bitten, hilf du mir, dass das schneller geht. Ich mache einmal im Monat Buchhaltung, außer wenn es dringend ist, aber ich mache das einmal im Monat für 3 Firmen, also unsere 3 Firmen, jetzt sind noch 2 genau. Und dann mache ich das und dann darum bitten, hilf mir du, dass ich das schnell machen kann und dass ich nicht zu viel Kraft verliere und nachher noch etwas Tolles machen kann, wo mir wieder Spass macht. Und das hat er gemacht. Und jetzt, stellt euch vor, ich freue mich jetzt schon auf Ende Monat, um die Buchhaltung zu machen. Und vorher ist sie gesagt, weisst du noch, habe ich habe gesagt, du, ich muss eine Buchhaltung machen. Und jetzt ist so, du, ich habe noch Buchhaltung zu machen. Das ist unglaublich. Riesen Unterschied. Also, er macht das einfach mit uns. Und es gibt nicht ein Werkzeug und bei jedem ist es anders. Es ist so. Und er redet mit jedem anders. Er fragt mich manchmal, du, jetzt hätten wir das so und so. Und er sagt, ja, er redet mit dir anders als mit mir. Das ist auch okay. Er redet mit uns so, dass wir ihn verstehen. Andere kommen Bilder über. Andere kommen Musik über. Bei anderen redet ein Mensch zu ihnen. Es gibt nichts Festgefahrenes. Jeder erlebt das anders. Aber in der Kirche gibt es etwas Festgefahrenes. So läuft es und so ist es und so müssen wir es machen und so und so und so. Aber das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist lebendig. Und wenn wir ja sagen, wenn ich ja sage, und das heisst auch, wenn das lebendig ist, und ich aber sage, wir müssen es genau so machen, dann ist es nicht mehr lebendig. Dann ist es wieder tot. Dann ist es wieder der Find und dann ist es wieder der Satan und dann sind wir wieder bei ihm. Wenn wir einfach nicht.